Richter, Kapitel 1. Und nach dem Tod Josuas geschah es, dass die Söhne Israels dann Jehova befragten, indem sie sprachen: Wer von uns wird zuerst zu den Kanaanitern hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen? Hierauf sprach Jehova: Juda wird hinaufziehen. Siehe, ich werde das Land bestimmt in seine Hand geben. Da sprach Juda zu Simeon, seinem Bruder: Komm mit mir hinauf in das Gebiet meines Loses und lass uns gegen die Kanaaniter kämpfen, und ich meinerseits will mit dir in das Gebiet deines Loses ziehen. Demgemäß zog Simeon mit ihm. Da zog Juda hinauf, und Jehova gab die Kanaaniter und die Peresiter in ihre Hand, so dass sie in Besek besiegten, 10.000 Mann. Als sie Adoni-Besek in Besek fanden, da kämpften sie gegen ihn und besiegten die Kanaaniter und die Peresiter. Als Adoni-Besek die Flucht ergriff, da gingen sie daran, ihm nachzujagen, und fassten ihn und hieben ihn die Daumen seiner Hände und die großen Zehen seiner Füße ab. Daraufhin sprach Adoni-Besek: 70 Könige sind es gewesen, denen die Daumen ihrer Hände und die großen Zehen ihrer Füße abgeschnitten worden waren, welche Speise unter meinem Tisch auflasen. Gerade so wie ich getan habe, so hat Gott mir vergolten. Danach brachte man ihn nach Jerusalem, und dort starb er. Des Weiteren führten die Söhne Judas Krieg gegen Jerusalem und nahmen es schließlich ein, und sie schlugen es dann mit der Schärfe des Schwertes, und sie steckten die Stadt in Brand. Und danach zogen die Söhne Judas hinab, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen, die die Berggegend und den Negeb und die Schefela bewohnten. So marschierte Juda gegen die Kanaaniter, die in Hebron wohnten. Der Name Hebrons nun war vor dem Kirjat Arba. Und sie schlugen dann Sheshai und Ahiman und Talmai nieder. Sie marschierten von dort weiter gegen die Bewohner von Debir. Der Name Debirs nun war vor dem Kirjat Sefer. Dann sprach Kaleb: Wer immer Kirjat Sefer schlägt und es einnimmt, nun, dem will ich Achsa, meine Tochter, zur Frau geben. Und Othniel, der Sohn des Kenas, Kalebs jüngerer Bruder, nahm es schließlich ein. Dafür gab er ihm Achsa, seine Tochter, zur Frau. Und es geschah, während sie nach Hause ging, dass sie ihn fortwährend anreizte, von ihrem Vater ein Fell zu erbitten. Dann klatschte sie, während sie auf dem Esel saß, in die Hände. Hierauf sprach Kaleb zu ihr: Was möchtest du? Da sprach sie zu ihm: Gewähre mir doch einen Segen, denn du hast mir ein südliches Stück Land gegeben, und du sollst mir Gullot Mahim geben. Demgemäß gab Kaleb ihr Obergullot und Untergullot. Und die Söhne des Kenitas, dessen Schwiegersohn Moses war, kamen mit den Söhnen Judas aus der Palmenstadt nach der Wildnis Juda hinauf, die im Süden von Arad liegt. Dann gingen sie und nahmen Wohnsitz bei dem Volk. Juda aber marschierte mit Simeon, seinem Bruder, weiter, und sie gingen daran, die Kanaaniter zu schlagen, die Zephat bewohnten, und es der Vernichtung zu weihen. Folglich wurde der Stadt der Name Horma gegeben. Danach nahm Juda Gaza ein und sein Gebiet, und Askalon und sein Gebiet, und Ekron und sein Gebiet. Und Jehova war weiterhin mit Juda, so dass er die Berggegend in Besitz nahm, doch konnte er die Bewohner der tiefgelegenen Ebene nicht aus ihrem Besitz vertreiben, weil sie Kriegswagen mit eisernen Sicheln hatten. Als man Kaleb Hebron gab, so wie es Moses versprochen hatte, da trieb er die drei Söhne Enaks von dort aus. Und die Söhne Benjamins trieben die Jebusiter, die Jerusalem bewohnten, nicht aus.
sondern die Jebusiter wohnen weiterhin bei den Söhnen Benjamins in Jerusalem bis auf diesen Tag. Unterdessen zog auch das Haus Josef seinerseits gegen Bethel hinauf und Jehova war mit ihnen. Und das Haus Josef begann Bethel auszukundschaften. Übrigens war vor dem der Name der Stadt Luz. Und die Wächter sahen schließlich einen Mann aus der Stadt herausgehen. Da sprachen sie zu ihm: Zeig uns bitte den Zugang zur Stadt, und wir werden dir bestimmt Güte erweisen. Demzufolge zeigte ihnen der Mann den Zugang zur Stadt, und sie gingen daran, die Stadt mit der Schärfe des Schwertes zu schlagen, aber den Mann und seine ganze Familie ließen sie gehen. Darauf zog der Mann in das Land der Hethiter und baute eine Stadt und gab ihr den Namen Luz. Das ist ihr Name bis auf diesen Tag. Und Manasse nahm nicht Besitz von Beth-Shean und seinen abhängigen Ortschaften und Tanach und seinen abhängigen Ortschaften und den Bewohnern von Dor und seinen abhängigen Ortschaften und den Bewohnern von Jibleam und seinen abhängigen Ortschaften und den Bewohnern von Megiddo und seinen abhängigen Ortschaften. Die Kanaaniter jedoch waren entschlossen, in diesem Land zu bleiben. Und es geschah, dass Israel stark wurde und daran ging, den Kanaanitern Zwangsarbeit aufzuerlegen, und sie trieben sie nicht vollständig aus. Auch trieb Ephraim die Kanaaniter nicht aus, die in Geza wohnten, sondern die Kanaaniter wohnten weiterhin mitten unter ihnen in Geser. Sebulon trieb die Bewohner von Kitron und die Bewohner von Nahalol nicht aus, sondern die Kanaaniter wohnten weiterhin mitten unter ihnen und wurden der Zwangsarbeit unterworfen. Ascher trieb die Bewohner von Akko, die Bewohner von Sidon und Achlab und Achsib und Helba und Afik und Rehob nicht aus. Und die Ascheriter wohnten weiterhin inmitten der Kanaaniter, die das Land bewohnten, denn sie trieben sie nicht aus. Naphtali trieb die Bewohner von Beth-Shemesh und die Bewohner von Beth-Anat nicht aus, sondern sie wohnten weiterhin inmitten der Kanaaniter, die das Land bewohnten. Und die Bewohner von Beth-Shemesh und von Beth-Anat wurden ihnen zur Zwangsarbeit eigen. Und die Amoriter drängten die Söhne Dan ständig in die Berggegend, denn sie gestatteten ihnen nicht, in die tiefgelegene Ebene herabzukommen. So waren die Amoriter entschlossen, im Gebirge Heres und in Ajalon und in Schalbim zu bleiben. Doch wurde die Hand des Hauses Josef schließlich so schwer, dass sie zu strenger Arbeit gezwungen wurden. Und das Gebiet der Amoriter ging von der Steige Akrabim von Sela an aufwärts. Kapitel 2. Dann kam Jehovas Engel von Gilgal nach Bochim hinauf und sprach: Ich ging daran, euch aus Ägypten heraufzuführen und euch in das Land zu bringen, das ich euren Vorvätern zuschwor. Ferner sprach ich: Niemals werde ich meinen Bund mit euch brechen. Und ihr eurerseits sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre solltet ihr niederreißen. Aber ihr habt nicht auf meine Stimme gehört. Warum habt ihr das getan? So habe ich meinerseits gesagt: Ich werde sie nicht vor euch vertreiben, und sie sollen euch zu Schlingen werden, und ihre Götter werden euch als Köder dienen. Und es geschah, sobald Jehovas Engel diese Worte zu allen Söhnen Israels geredet hatte, dass das Volk seine Stimme erhob und zu weinen begann. Folglich gaben sie jenem Ort den Namen Bochim, und sie gingen daran, dort dem Jehova zu opfern. Als Josua das Volk wegsandte, da gingen die Söhne Israels ihrer Wege, ein jeder in sein Erbe, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk fuhr fort, Jehova zu dienen, alle Tage Josuas und alle Tage der älteren Männer, die ihre Tage nach Josua verlängerten und die das ganze große Werk Jehovas gesehen hatten, das er für Israel tat. Dann starb Josua, der Sohn Nuns, der Knecht Jehovas, im Alter von 110 Jahren.
und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbes in Timnat-Heres, in der Berggegend von Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt, und eine andere Generation begann nach ihnen zu erstehen, die Jehova nicht kannte, noch das Werk, das er für Israel getan hatte. Und die Söhne Israels begannen zu tun, was böse war in den Augen Jehovas, und dienten den Baalen. So verließen sie Jehova, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und gingen dazu über anderen Göttern, aus den Reihen der Götter der Völker, die rings um sie her waren, nachzufolgen, und sie begannen, sich vor ihnen niederzubeugen, so dass sie Jehova kränkten. Auf diese Weise verließen sie Jehova und nahmen den Dienst für Baal und die Ashtoreth-Bildnisse auf. Da entbrannte Jehovas Zorn gegen Israel, so dass er sie in die Hand der Plünderer gab, und sie begannen sie zu plündern. Und er verkaufte sie dann in die Hand ihrer Feinde ringsumher, und sie vermochten vor ihren Feinden nicht mehr standzuhalten. Überall, wo sie auszogen, erwies sich Jehovas Hand gegen sie zum Unglück, so wie Jehova geredet und so wie Jehova ihnen geschworen hatte. Und sie gerieten in große Bedrängnis. Da pflegte Jehova Richter zu erwecken, und sie retteten sie jeweils aus der Hand ihrer Plünderer. Und auch auf ihre Richter hörten sie nicht, sondern sie hatten unsittlichen Verkehr mit anderen Göttern und beugten sich dann vor ihnen nieder. Sie wichen rasch von dem Weg ab, auf dem ihre Vorväter gegangen waren, indem sie den Geboten Jehovas gehorchten. Sie taten nicht ebenso. Und als Jehova ihnen Richter erweckte, erwies es sich, dass Jehova mit dem Richter war, und alle Tage des Richters rettete er sie aus der Hand ihrer Feinde, denn Jehova empfand jeweils Bedauern wegen ihres Stöhnens über ihre Bedrücker und die, die sie umherstießen. Und es geschah, wenn der Richter starb, dass sie jeweils umkehrten und verderblicher handelten als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachgingen, um ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzubeugen. Sie ließen nicht ab von ihren Handlungen und ihrem störrischen Benehmen. Schließlich entbrannte Jehovas Zorn wider Israel, und er sprach: Weil diese Nation meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vorvätern gebot, und nicht auf meine Stimme gehört hat, werde auch ich meinerseits keine einzige mehr von den Nationen, die Josua, als er starb, zurückließ, vor ihnen her austreiben, um durch sie Israel auf die Probe zu stellen, ob sie den Weg Jehovas einhalten werden, indem sie darauf wandeln, so wie ihre Väter ihn eingehalten haben, oder nicht. Demgemäß ließ Jehova diese Nationen da, indem er sie nicht schnell austrieb, und er gab sie nicht in Josuas Hand. Kapitel 3. Dies nun sind die Nationen, die Jehova daließ, um durch sie Israel auf die Probe zu stellen, das heißt alle die, die keine der Kriege Kanaans erlebt hatten. Es war nur, damit die Generationen der Söhne Israels Erfahrung bekämen, um sie Krieg zu lehren, das heißt nur die, die solche Dinge zuvor nicht erfahren hatten. Die 5 Achsenherren der Philister und alle Kanaaniter, auch die Sidonier und die Hiviter, die das Gebirge Libanon bewohnten, vom Berg Baal Hermon an bis zum Eingang nach Hamat. Und sie dienten fortgesetzt als Werkzeuge, Israel auf die Probe zu stellen, damit man erkenne, ob sie Jehovas Geboten, die er ihren Vätern durch Moses geboten hatte, gehorchen würden. Und die Söhne Israels wohnten inmitten der Kanaaniter, der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Hiviter und der Jebusiter. Und sie nahmen sich dann deren Töchter zu Frauen, und ihre eigenen Töchter gaben sie deren Söhnen, und sie nahmen den Dienst für ihre Götter auf. So taten die Söhne Israels, was böse war in Jehovas Augen,
und sie vergaßen Jehova, ihren Gott, und gingen daran, den Baalen und den heiligen Pfählen zu dienen. Darauf entbrannte Jehovas Zorn gegen Israel, so dass er sie in die Hand Kushan-Rishathaims, des Königs von Mesopotamien, verkaufte. Und die Söhne Israels dienten Kushan-Rishathaim fortgesetzt 8 Jahre. Und die Söhne Israels begannen zu Jehova um Hilfe zu rufen. Da erweckte Jehova den Söhnen Israels einen Retter, damit er sie rette, Othniel, den Sohn des Kenas, des jüngeren Bruders Kalebs. Der Geist Jehovas kam nun über ihn, und er wurde der Richter Israels. Als er zur Schlacht auszog, da gab Jehova Kushan-Rishathaim, den König von Syrien, in seine Hand, so dass seine Hand Kushan-Rishathaim überwältigte. Danach hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe. Schließlich starb Othniel, der Sohn des Kenas. Und wieder einmal gingen die Söhne Israels dazu über, zu tun, was böse war in Jehovas Augen. Darauf ließ Jehova Eglon, den König von Moab, gegen Israel stark werden, weil sie taten, was böse war in Jehovas Augen. Außerdem sammelte er der Söhne Ammons und Amaleks gegen sie. Dann zogen sie hin und schlugen Israel und nahmen Besitz von der Palmenstadt. Und die Söhne Israels fuhren fort, Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre zu dienen. Und die Söhne Israels begannen zu Jehova um Hilfe zu rufen. Da erweckte Jehova ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, einen linkshändigen Mann. Nach einiger Zeit sandten die Söhne Israels durch seine Hand Tribut an Eglon, den König von Moab. Unterdessen machte sich Ehud ein Schwert, und es hatte 2 Schneiden. Eine Elle war seine Länge. Dann gürtete er es unter sein Gewand an seine rechte Hüfte. Und er überreichte dann Eglon, dem König von Moab, den Tribut. Eglon nun war ein sehr fetter Mann. Und es geschah, als er mit dem Überreichen des Tributs fertig war, dass er die Leute, die Träger des Tributs, sogleich wegsandte. Und er selbst kehrte bei den Steinbrüchen, die zu Gilgal waren, um. Und er sagte dann: Ich habe ein geheimes Wort für dich, o König. Da sprach er: Still! Darauf gingen alle, die bei ihm standen, von ihm hinaus. Und Ehud kam zu ihm, als er in seinem kühlen Dachgemach saß, das er für sich allein hatte. Und Ehud fuhr fort zu sprechen: Ein Wort von Gott habe ich für dich. Darauf erhob er sich von seinem Thron. Dann fuhr Ehud mit seiner linken Hand hinein und nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch. Und auch der Griff fuhr nach der Klinge hinein, so dass sich das Fett um die Klinge schloss, denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch heraus, und die Fäkalien begannen herauszukommen. Und Ehud ging dann durch das Luftloch hinaus, doch schloss er die Türen des Dachgemachs hinter sich zu und verschloss sie. Und er seinerseits ging hinaus. Und seine Diener kamen und begannen zu schauen, und da waren die Türen des Dachgemachs verschlossen. Da sprachen sie: Er verrichtet gerade die Notdurft in der kühlen Innenkammer. Und sie warteten so lange, bis sie sich schämten, und siehe, niemand öffnete die Türen des Dachgemachs. So nahmen sie den Schlüssel und öffneten sie, und siehe, ihr Herr war zur Erde gefallen, tot. Was Ehud betrifft, er entrann, während sie zögerten, und er seinerseits ging an den Steinbrüchen vorüber und entrann nach Seira. Und es geschah, als er schließlich dorthin kam, dass er in der Berggegend von Ephraim das Horn zu blasen begann. Und die Söhne Israels begannen mit ihm aus der Berggegend hinabzuziehen, er an ihrer Spitze. Dann sprach er zu ihnen: Folgt mir, denn Jehova hat eure Feinde, die Moabiter, in eure Hand gegeben. Und sie folgten ihm nach und nahmen schließlich die Furten des Jordan gegen die Moabiter ein. Und sie gestatteten niemandem, hinüberzugehen.
Und zu jener Zeit gingen sie daran, Moab niederzuschlagen. Etwa 10.000 Mann, jeder ein stämmiger und jeder ein tapferer Mann. Und kein einziger entrann. Und Moab wurde an jenem Tag der Hand Israels unterworfen. Und das Land hatte fortan Ruhe, 80 Jahre lang. Und nach ihm war Shamgar, der Sohn Anats, und er ging daran, die Philister niederzuschlagen, 600 Mann mit einem Rinderstachel. Und auch er rettete schließlich Israel. Kapitel 4. Dann begannen die Söhne Israels wieder zu tun, was böse war in Jehovas Augen, jetzt da Ehud tot war. Da verkaufte Jehova sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der in Hazor regierte, und sein Heeroberster war Sisera, und er wohnte in dem Haroshet der Nationen. Und die Söhne Israels begannen zu Jehova zu schreien, weil er 900 Kriegswagen mit eisernen Sicheln hatte, und er seinerseits bedrückte die Söhne Israels mit Härte 20 Jahre. Deborah nun, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel zu jener besonderen Zeit. Und sie wohnte unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bethel in der Berggegend von Ephraim. Und die Söhne Israels gingen jeweils zu ihr hinauf zum Gericht. Und sie sandte nun hin und ließ Barak rufen, den Sohn Abinoams aus Kedesh-Naphtali, und zu ihm sagen: Hat nicht Jehova, der Gott Israels, den Befehl gegeben? Geh hin, und du sollst dich auf dem Berg Tabor ausbreiten, und du sollst 10.000 Mann aus den Söhnen Naphtalis und aus den Söhnen Sebulons mit dir nehmen. Und ich werde Sisera, den Obersten des Heeres Jabins, und seine Kriegswagen und seine Menge bestimmt zu dir ins Wildbachtal Kishon ziehen, und ich werde ihn in der Tat in deine Hand geben. Darauf sprach Barak zu ihr: Wenn du mit mir gehen wirst, werde auch ich bestimmt gehen. Aber wenn du nicht mit mir gehen wirst, werde ich nicht gehen. Hierauf sprach sie: Ich werde bestimmt mit dir gehen. Dennoch wird die schöne Auszeichnung nicht dein werden auf dem Weg, den du gehst, denn Jehova wird Sisera in die Hand einer Frau verkaufen. Damit stand Deborah auf und ging mit Barak nach Kedesh. Und Barak begann Sebulon und Naphtali nach Kedesh zusammenzurufen, und 10.000 Mann zogen hinauf, indem sie seinen Fußstapfen folgten, und Deborah ging mit ihm hinauf. Übrigens hatte sich Heber, der Keniter, von den Kenitern, den Söhnen Hobabs, dessen Schwiegersohn Moses war, getrennt. Und er hatte sein Zelt in der Nähe des großen Baumes in Zaananim aufgeschlagen, das bei Kedesh liegt. Dann berichteten sie Sisera, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor hinaufgegangen war. Sogleich rief Sisera alle seine Kriegswagen zusammen, die 900 Kriegswagen mit eisernen Sicheln, und das ganze Volk, das mit ihm war, aus dem Haroshet der Nationen zum Wildbachtal Kishon. Deborah sprach nun zu Barak: Mache dich auf, denn dies ist der Tag, an dem Jehova Sisera bestimmt in deine Hand geben wird. Ist nicht Jehova vor dir her ausgezogen? Und Barak stieg dann vom Berg Tabor hinab und 10.000 Mann ihm nach. Und Jehova begann Sisera und alle seine Kriegswagen und das ganze Lager durch die Schärfe des Schwertes vor Barak her in Verwirrung zu bringen. Schließlich stieg Sisera vom Wagen und ergriff die Flucht zu Fuß. Und Barak jagte den Kriegswagen und dem Lager nach, bis nach dem Haroshet der Nationen, so dass das ganze Lager Siseras durch die Schärfe des Schwertes fiel. Auch nicht einer blieb übrig. Was Sisera betrifft, er floh zu Fuß nach dem Zelt Jaels, der Frau Hebers des Keniters, denn es war Frieden zwischen Jabin, dem König von Hazor, und dem Hause Hebers des Keniters. Dann kam Jael heraus, Sisera entgegen, und sprach zu ihm: Wende dich hierher, mein Herr,
wende dich hierher zu mir, fürchte dich nicht. Da wog er zu ihr ab in das Zelt. Später deckte sie ihn mit einer Schlafdecke zu. Nach Verlauf von einiger Zeit sprach er zu ihr: Gib mir bitte ein wenig Wasser zu trinken, denn ich habe Durst. Somit öffnete sie einen Milchschlauch und gab ihm zu trinken, wonach sie ihn zudeckte. Und er fuhr fort, zu ihr zu sprechen: Steh am Eingang des Zeltes, und es soll geschehen, wenn irgendjemand kommt und dich fragt und spricht: Ist ein Mann hier? Dass du dann sagen sollst: Nein. Und Jael, die Frau Hebers, ging daran, einen Zeltpflock zu ergreifen und den Hammer in ihre Hand zu nehmen. Dann ging sie verstohlen zu ihm hin und stieß dem Pflock in seine Schläfen und schlug ihn in die Erde, während er fest eingeschlafen und ermattet war. So starb er. Und siehe, da war Barak, der Sisera nachjagte. Jael kam jetzt heraus ihm entgegen und sprach zu ihm: Komm, und ich werde dir den Mann zeigen, den du suchst. Da ging er zu ihr hinein, und siehe, da war Sisera tot hingefallen mit dem Pflock in seinen Schläfen. So unterwarf Gott Jabin, den König von Kanaan, vor den Söhnen Israels an jenem Tag. Und die Hand der Söhne Israels wurde immer härter und härter wider Jabin, den König von Kanaan, bis sie Jabin, den König von Kanaan, vom Leben abgeschnitten hatten. Kapitel 5. Und an jenem Tag stimmten Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, ein Lied an und sprachen: Dafür, dass man in Israel das Haar frei wallen lässt zum Krieg, dafür, dass das Volk sich freiwillig stellte, segnet Jehova. Hört zu, ihr Könige, leiht das Ohr, ihr hohen Amtspersonen. Ich, ja, ich will Jehova singen. Ich werde Jehova, dem Gott Israels, Melodien spielen. Jehova, als du auszogst von Seir, als du hinausschrittest aus dem Feld Edoms, da bebte die Erde, auch troffen die Himmel, auch troffen die Wolken von Wasser. Berge flossen hinweg von dem Angesicht Jehovas, dieser Sinai hinweg von dem Angesicht Jehovas, des Gottes Israels. In den Tagen Schamgas, des Sohnes Anats, in den Tagen Jaels, war kein Verkehr auf den Pfaden, und die auf Wegen Reisenden reisten gewöhnlich auf Umwegen. Die Bewohner des offenen Landes hörten auf zu bestehen, sie hörten auf zu bestehen in Israel, bis ich, Deborah, aufstand, bis ich aufstand als eine Mutter in Israel. Man ging dazu über, sich neue Götter zu erwählen. Dann gab es Krieg in den Toren. Nicht Schild noch Lanze konnte gesehen werden, unter 40.000 in Israel. Mein Herz ist mit den Befehlshabern Israels, denen, die sich freiwillig stellten unter dem Volk. Segnet Jehova, die ihr auf gelblich-roten Eselinnen reitet, die ihr auf Prunkteppichen sitzt und die ihr auf der Straße wandert. Bedenkt, einige der Stimmen der Wasserverteiler zwischen den Schöpferinnen, dort begannen sie, die gerechten Taten Jehovas aufzuzählen, die gerechten Taten seiner Bewohner des offenen Landes in Israel. Dann zog Jehovas Volk seines Weges hinab zu den Toren. Erwache, erwache, o Deborah, erwache, erwache, äußere ein Lied, steh auf, Barak, und führe deine Gefangenen hinweg, du Sohn Abinoams. Damals kamen die Überlebenden herab zu dem Majestätischen. Jehovas Volk kam herab, zu mir wieder die Starken. Aus Ephraim war ihr Ursprung in der tief gelegenen Ebene. Mit dir, o Benjamin, unter deinen Völkern. Aus Machir zogen die Befehlshaber hinab und aus Sebulon die, die ein Schreibergerät handhaben. Und die Fürsten in Issachar waren mit Deborah. Und wie Issachar, so war Barak.
In die tiefgelegene Ebene wurde er zu Fuß gesandt. Unter den Abteilungen Rubens gab es große Erforschungen des Herzens. Warum saßest du zwischen den beiden Sattelkörben, um den Pfeifentönen für die Herden zu lauschen? Für die Abteilungen Rubens gab es große Erforschungen des Herzens. Gilliard blieb an seinem Wohnsitz jenseits des Jordan. Und dann, warum blieb er in der Zeit auf Schiffen wohnen? Ascher saß müßig am Gestade des Meeres, und bei seinen Landeplätzen verweilte er. Sebulon war ein Volk, das seine Seele bis an den Rand des Todes verachtete. Auch Naphtali auf den Höhen des Feldes. Könige kamen, sie kämpften. Damals kämpften die Könige Kanaans, in Tanach an den Wassern Megiddos. Gewinn an Silber holten sie nicht. Vom Himmel her kämpften die Sterne. Von ihren Bahnen aus kämpften sie gegen Sisera. Der Wildbach Kishon wusch sie hinweg. Der Wildbach der alten Tage. Der Wildbach Kishon. Du tratest an Stärke nieder, o meine Seele. Damals stampften der Rosse Hufe. Vom Galopp, Galopp seiner Hengste. Flucht Meros, sprach der Engel Jehovas, flucht seinen Bewohnern unaufhörlich, denn sie sind nicht zum Beistand Jehovas gekommen, zum Beistand Jehovas mit den Starken. Jael, die Frau Hebers des Keniters, wird unter Frauen überaus gesegnet sein. Unter Frauen im Zelt wird sie überaus gesegnet sein. Um Wasser bat er, Milch gab sie. In der großen Festmahlschale für Majestätische brachte sie geronnene Milch heran. Ihre Hand streckte sie dann zum Zeltpflock aus und ihre Rechte zum Hammer der Schwerarbeiter. Und sie hämmerte auf Sisera, sie durchbohrte sein Haupt. Und sie zerschlug und zerhieb seine Schläfen. Zwischen ihren Füßen brach er zusammen. Er fiel. Er lag da. Zwischen ihren Füßen brach er zusammen. Er fiel. Wo er zusammenbrach, da fiel er, überwunden. Aus dem Fenster blickte eine Frau und spähte ständig nach ihm aus, die Mutter Siseras, durchs Gitterwerk. Weshalb säumt sein Kriegswagen zu kommen? Warum müssen sich die Hufschläge seiner Wagenpferde so verspäten? Die Weisen ihrer Edelfrauen antworteten ihr gewöhnlich, ja, auch sie gab sich jeweils selbst Antwort mit ihren eigenen Reden. Sollten sie nicht finden? Sollten sie nicht Beute verteilen? Einen Mutterschoß? Zwei Mutterschöße für jeden kräftigen Mann? Beute an gefärbten Stoffen für Sisera? Beute an gefärbten Stoffen? Ein gesticktes Kleid? Gefärbten Stoff, zweigestickte Kleider, für den Hals der Männer der Beute? So mögen alle deine Feinde umkommen, o Jehova, und die dich lieben, seien wie wenn die Sonne aufgeht in ihrer Macht. Und das Land hatte fortan Ruhe, 40 Jahre lang. Kapitel 6. Dann begannen die Söhne Israels zu tun, was böse war in den Augen Jehovas. Da gab Jehova sie 7 Jahre lang in die Hand Midians. Und die Hand Midians gewann die Oberhand über Israel. Midians wegen machten die Söhne Israels für sich die unterirdischen Vorratsstellen, die in den Bergen waren, und die Höhlen und die schwer zugänglichen Orte. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, dass Midian und Amalek und die Ostleute heraufkamen. Ja, sie kamen wider sie herauf. Und sie pflegten sich wider sie zu lagern und den Ertrag der Erde zu verderben, den ganzen Weg bis Gaza. Und sie ließen jeweils weder Lebensunterhalt noch Schaf, noch Stier, noch Esel in Israel übrig. Denn sie kamen gewöhnlich mit ihrem Viehbestand und ihren Zelten herauf. Sie kamen jeweils so zahlreich wie die Heuschrecken, und sie und ihre Kamele waren ohne Zahl.
und sie kamen stets in das Land, um es zu verderben. Und Israel verarmte Midians wegen sehr, und die Söhne Israels begannen zu Jehova um Hilfe zu rufen. Und es geschah, weil die Söhne Israels Midians wegen zu Jehova um Hilfe riefen, dass Jehova dann einen Mann, einen Propheten zu den Söhnen Israels sandte und zu ihnen sprach: Dies ist, was Jehova, der Gott Israels, gesagt hat. Ich war es, der euch aus Ägypten heraufführte und euch so aus dem Sklavenhaus herausbrachte. So befreite ich euch aus der Hand Ägyptens und aus der Hand aller eurer Bedrücker und trieb sie vor euch her aus und gab euch ihr Land. Des Weiteren sprach ich zu euch: Ich bin Jehova, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, nicht fürchten, und ihr hörtet nicht auf meine Stimme. Später kam Jehovas Engel und setzte sich unter den großen Baum, der in Ophrah war, welcher Joas, den Abiesriter, gehörte, während Gideon, sein Sohn, in der Weinkelter Weizen ausschlug, um ihn Midian schnell aus den Augen zu schaffen. Dann erschien ihm Jehovas Engel und sprach zu ihm: Jehova ist mit dir, du tapferer Starker. Darauf sprach Gideon zu ihm: Entschuldige, mein Herr, aber wenn Jehova mit uns ist, warum ist denn all das über uns gekommen? Und wo sind alle seine Wundertaten, die unsere Väter uns erzählten, indem sie sprachen: Hat uns Jehova nicht aus Ägypten heraufgeführt? Und jetzt hat Jehova uns im Stich gelassen, und er gibt uns in die Faust Midians. Da wandte sich Jehova ihm zu und sprach: Geh in dieser deiner Kraft, und du wirst bestimmt Israel aus der Faust Midians retten. Sende nicht ich dich? Er seinerseits sprach zu ihm: Entschuldige, Jehova, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse, und ich bin der kleinste im Hause meines Vaters. Aber Jehova sprach zu ihm: Weil es sich erweisen wird, dass ich mit dir bin, und du wirst bestimmt Midian niederschlagen, wie einen Mann. Darauf sprach er zu ihm: Wenn ich nun Gunst gefunden habe in deinen Augen, so sollst du auch ein Zeichen für mich tun, dafür, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche bitte nicht von hier, bis ich zu dir komme und ich meine Gabe herausgebracht und sie dir vorgesetzt habe. Demzufolge sprach er: Ich meinerseits werde hier sitzen bleiben, bis du zurückkehrst. Und Gideon ging hinein und machte dann ein Ziegenböckchen bereit und ein Epha Mehl als ungesäuerte Kuchen. Das Fleisch tat er in den Korb und die Brühe tat er in den Kochtopf, wonach er es zu ihm hinaus unter den großen Baum brachte und es vorsetzte. Der Engel des wahren Gottes sprach nun zu ihm: Nimm das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen und leg sie dort auf den großen Felsen und gieß die Brühe aus. Hierauf tat er so. Dann streckte Jehovas Engel die Spitze des Stabes, der in seiner Hand war, aus und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen, und Feuer begann aus dem Felsen aufzusteigen und das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen zu verzehren. Was Jehovas Engel betrifft, so entschwand er seinen Augen. Daher merkte Gideon, dass es Jehovas Engel war. Sogleich sprach Gideon: O wehe, souveräner Herr Jehova, darum, dass ich Jehovas Engel von Angesicht zu Angesicht gesehen habe. Jehova aber sprach zu ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dort Jehova einen Altar, und er wird weiterhin Jehova Shalom genannt, bis auf diesen Tag. Er steht noch in dem Ophrah der Abiesriter. Und es geschah während jener Nacht, dass Jehova fortfuhr, zu ihm zu sprechen: Nimm den jungen Stier, den Stier, der deinem Vater gehört, das heißt den zweiten jungen Stier von 7 Jahren, und du sollst den Altar Baals, der deinem Vater gehört, niederreißen
und den heiligen Pfahl, der daneben ist, solltest du umhauen. Und du sollst Jehova, deinem Gott, auf dem Gipfel dieser Feste einen Altar bauen, mit der Reihe Steine, und du sollst den zweiten jungen Stier nehmen und ihn als ein Brandopfer auf den Holzstücken des heiligen Pfahls opfern, den du umhauen wirst. Demgemäß nahm Gideon 10 Männer von seinen Dienern und ging daran, so zu tun, wie Jehova zu ihm geredet hatte. Doch geschah es, weil er die Hausgenossen seines Vaters und die Männer der Stadt zu sehr fürchtete, es bei Tag zu tun, dass er es dann bei Nacht tat. Als die Männer der Stadt wie gewöhnlich früh am Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar Baals niedergerissen und der heilige Pfahl, der daneben stand, war umgehauen und der zweite junge Stier war auf dem Altar, der gebaut worden war, geopfert worden. Und sie begannen zueinander zu sagen, wer hat diese Sache getan? Und sie gingen daran, sich zu erkundigen und zu suchen. Schließlich sprachen sie, Gideon, der Sohn des Joas, ist es, der diese Sache getan hat. Da sprachen die Männer der Stadt zu Joas, bring deinen Sohn heraus, damit er sterbe, weil er den Altar Baals niedergerissen und weil er den heiligen Pfahl, der daneben stand, umgehauen hat. Darauf sprach Joas zu allen, die gegen ihn aufstanden, werdet ihr es sein, die für Baal rechten, um zu sehen, ob ihr selbst ihn retten könnt? Wer immer für ihn rechtet, sollte noch an diesem Morgen zu Tode gebracht werden. Wenn er Gott ist, so möge er für sich selbst rechten, weil jemand seinen Altar niedergerissen hat. Und er begann ihn an jenem Tag Jerubbaal zu nennen, indem er sprach, möge Baal für sich selbst rechten, weil jemand seinen Altar niedergerissen hat. Und ganz Midian und Amalek und die Ostleute versammelten sich wie ein Mann und zogen dann hinüber und lagerten sich in der tiefgelegenen Ebene von Jezreel. Und Jehovas Geist hüllte Gideon ein, so dass er dann in das Horn stieß und die Abiezriter wurden zusammengerufen, ihm nach. Und er entsandte Boten durch ganz Manasse und auch sie wurden zusammengerufen, ihm nach. Er sandte auch Boten durch Ascher und Sebulon und Naphtali, und sie kamen herauf ihm entgegen. Dann sprach Gideon zu dem wahren Gott, wenn du Israel durch mich rettest, so wie du es verheißen hast, siehe, ich halte ein Wollvlies ausgebreitet auf der Dreschtenne. Wenn es auf dem Vlies allein Tau geben wird, aber auf der ganzen Erde dort Trockenheit ist, dann werde ich bestimmt wissen, dass du Israel durch mich retten wirst, so wie du es verheißen hast. Und so geschah es. Als er früh am nächsten Tag aufstand und das Vlies ausfrank, drückte er schließlich genug Tau aus dem Vlies heraus, um eine große Festmahlschale mit Wasser zu füllen. Dennoch sprach Gideon zu dem wahren Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, sondern lass mich nur noch einmal reden. Lass mich bitte nur noch einmal eine Probe mit dem Vlies machen. Möge bitte auf dem Vlies allein Trockenheit eintreten und auf der ganzen Erde möge es Tau geben. Da tat Gott in jener Nacht auf diese Weise und es gab Trockenheit auf dem Vlies allein und auf der ganzen Erde fand sich Tau. Kapitel 7 Dann stand Jerubbaal, das heißt Gideon, samt allem Volk, das mit ihm war, früh auf und schlug das Lager an dem Brunnen Harod auf. Und das Lager Midians befand sich nördlich von ihm am Hügel Moreh, in der tiefgelegenen Ebene. Jehova sprach nun zu Gideon, zu viel ist für mich des Volkes, das mit dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand gäbe. Vielleicht würde sich Israel wieder mich brüsten und sprechen, meine Hand ist es, die mich gerettet hat. Und nun ruf bitte vor den Ohren des Volkes aus, indem du sprichst, wer fürchtet sich und zittert, er ziehe sich zurück. So stellte Gideon sie auf die Probe.
Darauf zogen sich 22.000 vom Volk zurück, und da waren 10.000, die übrig blieben. Dennoch sprach Jehova zu Gideon: Noch ist des Volkes zu viel. Lass sie ans Wasser hinabgehen, damit ich sie dort auf die Probe stelle. Und es soll geschehen, dass von wem immer ich dir sage, dieser wird mit dir gehen, er es ist, der mit dir gehen wird. Doch jeder, von dem ich dir sage, dieser wird nicht mit dir gehen, er es ist, der nicht mitgehen wird. So ließ er das Volk zum Wasser hinabgehen. Dann sprach Jehova zu Gideon: Einen jeden, der mit seiner Zunge etwas von dem Wasser aufleckt, so wie ein Hund leckt, wirst du für sich stellen. Auch einen jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Und es stellte sich heraus, dass die Zahl derer, die mit ihrer Hand zum Mund leckten, 300 Mann war. Was alle übrigen des Volkes betrifft, sie ließen sich auf ihre Knie nieder, um Wasser zu trinken. Jehova sprach nun zu Gideon: Durch die 300 Mann, die geleckt haben, werde ich euch retten, und ich will Midian in deine Hand geben. Was alles andere Volk betrifft, sie mögen ein jeder an seinen Ort gehen. Da nahmen sie den Proviant des Volkes in ihre Hand und ihre Hörner, und er sandte alle Männer Israels weg, jeden in sein Heim. Und die 300 Mann behielt er. Was das Lager Midians betrifft, es befand sich unterhalb von ihm in der tiefgelegenen Ebene. Und es geschah während jener Nacht, dass Jehova dann zu ihm sprach: Steh auf, steig zum Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzusteigen, so steig du mit Pura, deinem Bediensteten, zum Lager hinab. Und du sollst dem zuhören, was sie reden werden. Und danach werden deine Hände bestimmt stark werden, und du wirst gewisslich bis ans Lager hinabsteigen. Darauf stieg er mit Pura, seinem Bediensteten, hinab an den Rand derer, die in Schlachtordnung im Lager waren. Nun waren Midian und Amalek und alle Ostleute so zahlreich wie Heuschrecken in die tiefgelegene Ebene eingefallen. Und ihre Kamele waren ohne Zahl, so zahlreich wie die Sandkörner, die am Ufer des Meeres sind. Gideon kam nun, und siehe, da war ein Mann, der seinen Gefährten einen Traum erzählt, und er sprach weiter: Ich habe da einen Traum gehabt, und siehe, ein runder Gerstenbrotkuchen rollte in das Lager Midians hinein. Dann kam er zu einem Zelt und traf es so, dass es umfiel, und er kehrte dann das Unterste zu oberst, und das Zelt fiel zusammen. Darauf antwortete sein Gefährte und sprach: Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, eines Mannes von Israel. Der wahre Gott hat Midian und das ganze Lager in seine Hand gegeben. Und es geschah, sobald Gideon den Traum und dessen Erklärung erzählen hörte, dass er anzubeten begann. Danach kehrte er ins Lager Israels zurück und sprach: Macht euch auf, denn Jehova hat das Lager Midians in eure Hand gegeben. Dann teilte er die 300 Mann in drei Trupps auf und gab ihnen allen Hörner in die Hand und große leere Krüge und Fackeln in die großen Krüge hinein. Und er fuhr fort, zu ihnen zu sprechen: Ihr solltet lernen, indem ihr mir zuseht, und ebenso solltet ihr tun. Und wenn ich an den Rand des Lagers gekommen bin, so soll es geschehen, dass ihr so tun werdet, wie ich tun werde. Wenn ich in das Horn gestoßen habe, ich und alle, die mit mir sind, sollt auch ihr rings um das ganze Lager in die Hörner stoßen. Und ihr sollt sagen: Jehovas und Gideons. Danach kam Gideon mit den 100 Mann, die mit ihm waren, zu Beginn der mittleren Nachtwache bis zum Rand des Lagers. Eben hatte man die Wachen aufgestellt. Und sie gingen daran, die Hörner zu blasen, und die großen Wasserkrüge, die sie in ihren Händen hatten, wurden zerschmettert. Darauf bliesen die drei Trupps die Hörner und zerschlugen die großen Krüge und ergriffen mit ihrer linken Hand die Fackeln und mit ihrer rechten Hand die Hörner, um sie zu blasen. Und sie begannen auszurufen: Schwert Jehovas und Gideons. Die ganze Zeit über blieben sie stehen,
ein jeder an seiner Stelle, rings um das Lager her. Und das ganze Lager begann zu laufen und brach in laute Schreien aus und ergriff die Flucht. Und die 300 fuhren fort, die Hörner zu blasen. Und Jehova richtete dann im ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Und das Lager floh weiter bis nach Beth-Shitta auf Zerera zu, bis zu dem Randgebiet von Abel-Mehola bei Tabat. Unterdessen wurden die Männer Israels von Naphtali und von Ascher und von ganz Manasse zusammenberufen, und sie gingen daran, Midian nachzujagen. Und Gideon sandte Boten in die ganze Berggegend von Ephraim, indem er sprach: Zieht hinab, Midian entgegen, und nehmt vor ihnen her die Wasser bis nach Beth-Bara und den Jordan ein. Da wurden alle Männer Ephraims zusammengerufen, und sie konnten die Wasser bis nach Beth-Bara und den Jordan einnehmen. Auch nahmen sie schließlich die beiden Fürsten Midians gefangen, nämlich Oreb und Seeb. Und dann töteten sie Oreb am Felsen Oreb, und Seeb töteten sie bei der Weinkufe Seebs. Und sie jagten Midian weiter nach, und sie brachten den Kopf Orebs und denjenigen Seebs zu Gideon in die Gegend des Jordan. Kapitel 8. Dann sprachen die Männer Ephraims zu ihm: Was ist das für eine Sache, die du uns angetan hast, dass du uns nicht riefst, als du daran gingst, gegen Midian zu kämpfen? Und sie suchten heftig Zank mit ihm anzufangen. Schließlich sprach er zu ihnen: Was habe ich nun schon im Vergleich mit euch getan? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abiesas? In eurer Hand hat Gott Midians Fürsten Oreb und Seeb gegeben. Und was habe ich da im Vergleich mit euch zu tun vermocht? Da beruhigte sich ihr Geist ihm gegenüber, als er dieses Wort redete. Schließlich kam Gideon an den Jordan und ging hinüber, er und die 300 Mann, die mit ihm waren, müde, aber nachjagend. Später sprach er zu den Männern von Sukkot: Gebt bitte den Leuten, die mir auf dem Fuße folgen, runde Brotlaibe, denn sie sind müde. Und ich jage Sebach und Salmunna, den Königen von Midian, nach. Aber die Fürsten von Sukkot sprachen: Ist die Faust Sebachs und Salmunnas schon in deiner Hand, sodass deinem Heer Brot gegeben werden muss? Hierauf sprach Gideon: Darum, wenn Jehova Sebach und Salmunna in meine Hand gibt, werde ich bestimmt euer Fleisch mit den Dornen der Wildnis und dem stachligen Gesträuch zerdreschen. Und von dort zog er weiter hinauf nach Penuel und redete dann in derselben Weise zu ihnen. Aber die Männer von Penuel antworteten ihm ebenso, wie die Männer von Sukkot geantwortet hatten. Folglich sprach er auch zu den Männern von Penuel: Wenn ich in Frieden zurückkehre, werde ich diesen Turm niederreißen. Sebach und Salmunna nun waren in Karkor, und ihre Lager mit ihnen etwa 15.000 Mann, alle, die von dem gesamten Lager der Ostleute übrig geblieben waren. Und der schon Gefallenen waren 120.000 Mann, die das Schwert zu ziehen pflegten. Und Gideon zog auf dem Weg der in Zelten Weilenden weiter hinauf, östlich von Nobach und Jokbeha, und begann das Lager zu schlagen, während sich das Lager in Sicherheit wähnte. Als Sebach und Salmunna die Flucht ergriffen, ging er sogleich daran, ihnen nachzujagen, und nahm schließlich Midians zwei Könige, Sebach und Salmunna, gefangen. Und er schreckte das ganze Lager auf. Und Gideon, der Sohn des Joas, trat seine Rückkehr aus dem Krieg über den Pass an, der nach Heres hinaufgeht. Unterwegs nahm er einen jungen Mann von den Männern von Sukkot gefangen und fragte ihn aus. Da schrieb er für ihn die Namen der Fürsten von Sukkot und seiner älteren Männer auf, 77 Mann. Damit ging er zu den Männern von Sukkot und sprach: Hier sind Sebach und Salmunna, deren Halben ihr mich verhöhnt habt, indem ihr spracht,
Ist die Faust Sebachs und Zalmunnas schon in deiner Hand, sodass deinen ermüdeten Männern Brot gegeben werden muss? Dann nahm er die älteren Männer der Stadt und Dornen der Wildnis und stachliges Gesträuch und ließ die Männer von Sukkot damit Erfahrung machen. Und den Turm von Penuel riss er nieder, und dann tötete er die Männer der Stadt. Er sprach nun zu Sebach und Zalmunna: Was für Männer waren es, die ihr in Tabor getötet habt? Hierauf sagten sie: Wie du bist, so waren sie, jeder wie Königssöhne an Gestalt. Darauf sprach er: Es waren meine Brüder, die Söhne meiner Mutter. So wahr Jehova lebt, hättet ihr sie am Leben erhalten, so müsste ich euch nicht töten. Dann sprach er zu Jeter, seinem Erstgeborenen: Steh auf, töte sie! Und der Jüngling zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, da er noch ein Jüngling war. Da sprachen Sebach und Zalmunna: Steh selber auf und fall über uns her, denn wie ein Mann ist, so ist seine Macht. Demzufolge stand Gideon auf und tötete Sebach und Zalmunna und nahm die mondförmigen Zierrate, die sich an den Hälsen ihrer Kamele befanden. Später sprachen die Männer von Israel zu Gideon: Herrsche über uns, du und dein Sohn, wie auch dein Enkel, denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Aber Gideon sprach zu ihnen: Ich selbst werde nicht über euch herrschen, noch wird mein Sohn über euch herrschen. Jehova ist es, der über euch herrschen wird. Und Gideon fuhr fort, zu ihnen zu sprechen: Lasst mich eine Bitte an euch richten. Gebt mir ein jeder den Nasenring seiner Beute. Denn sie hatten goldene Nasenringe, weil sie Ismaeliter waren. Dann sprachen sie: Wir werden sie bestimmt geben. Darauf breiteten sie einen Überwurf aus und warfen dann jeder den Nasenring seiner Beute hinab. Und das Gewicht der goldenen Nasenringe, um die er gebeten hatte, belief sich auf 1700 Goldschekel, außer den mondförmigen Zierraten und den Ohrgehängen und den Kleidern aus purpurrötlich gefärbter Wolle, die auf den Königen von Midian waren, und außer den Halsketten, die sich an den Hälsen der Kamele befanden. Und Gideon ging daran, einen Ephod daraus zu machen und es in seiner Stadt Ophrah auszustellen. Und ganz Israel begann dort unsittlichen Verkehr damit zu haben, so dass es Gideon und seinen Hausgenossen zu einer Schlinge wurde. So wurde Midian vor den Söhnen Israels unterworfen, und sie erhoben ihr Haupt nicht mehr. Und das Land hatte in den Tagen Gideons fortan Ruhe, 40 Jahre lang. Und Jerobal, der Sohn des Joas, ging hin und wohnte weiterhin in seinem Haus. Und Gideon bekam 70 Söhne, die aus seiner Hüfte hervorgingen, denn er hatte schließlich viele Frauen. Was seine Nebenfrau betrifft, die in Sichem war, so gebar auch sie ihm einen Sohn. Da gab er ihm den Namen Abimelech. Schließlich starb Gideon, der Sohn des Joas, in gutem Alter und wurde in der Grabstätte seines Vaters Joas, in dem Ophrah der Abiesriter, begraben. Und es geschah, sobald Gideon gestorben war, dass sich die Söhne Israels wieder anschickten, unsittlichen Verkehr mit den Baalen zu haben, sodass sie Baal-Berit zu ihrem Gott einsetzten. Und die Söhne Israels gedachten nicht Jehovas ihres Gottes, der sie aus der Hand all ihrer Feinde ringsumher befreit hatte. Und sie übten nicht liebende Güte gegenüber den Hausgenossen Jerobaals, Gideons, in Erwiderung all des Guten, das er Israel gegenüber geübt hatte. Kapitel 9. Im Laufe der Zeit begab sich Abimelech, der Sohn Jerobaals, nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und begann mit ihnen und der ganzen Familie des Vaterhauses seiner Mutter zu reden, indem er sprach: Redet bitte vor den Ohren aller Grundbesitzer von Sichem. Was ist besser für euch, dass 70 Männer, alle Söhne Jerobaals, über euch herrschen
oder dass ein Mann über euch herrsche? Und ihr sollt dessen gedenken, dass ich euer Bein und euer Fleisch bin. Da begannen die Brüder seiner Mutter vor den Ohren aller Grundbesitzer von Sichem, alle diese Worte über ihn zu reden, so dass sich ihr Herz Abimelech zuneigte, denn sie sprachen, er ist unser eigener Bruder. Dann gaben sie ihm 70 Silberstücke aus dem Haus des Baal-Berit, und damit ging Abimelech daran, lose und freche Männer zu dingen, dass sie ihn begleiteten. Danach begab er sich in seines Vaters Haus nach Ophra und tötete seine Brüder, die Söhne Jerobaals, 70 Männer auf einem Stein. Doch Jotham, der jüngste Sohn Jerobaals, blieb übrig, denn er hatte sich versteckt. Danach versammelten sich alle Grundbesitzer von Sichem und das ganze Haus Millo und gingen und veranlassten, dass Abimelech als König regierte, nahe bei dem großen Baum, der Säule, die sich in Sichem befand. Als man es Jotham berichtete, ging er sogleich hin und stellte sich auf den Gipfel des Berges Gerizim und erhob seine Stimme und rief aus und sprach zu ihnen, »Hört mich an, ihr Grundbesitzer von Sichem, und Gott möge euch anhören. Einst gingen die Bäume hin, einen König über sich zu salben. Sie sprachen dann zum Olivenbaum, sei doch König über uns. Aber der Olivenbaum sprach zu ihnen, soll ich meine Fettigkeit aufgeben, mit der man Gott und Menschen verherrlicht, und soll ich hingehen, um über den anderen Bäumen zu schweben? Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum, komm du, sei König über uns. Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen, soll ich meine Süßigkeit und meinen guten Ertrag aufgeben und soll ich hingehen, um über den anderen Bäumen zu schweben? Als nächstes sprachen die Bäume zum Weinstock, komm du, sei König über uns. Der Weinstock seinerseits sprach zu ihnen, soll ich meinen neuen Wein aufgeben, der Gott und Menschen erfreut, und soll ich hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Schließlich sprachen alle anderen Bäume zum Dornstrauch, komm du, sei König über uns. Darauf sprach der Dornstrauch zu den Bäumen, wenn ihr mich in Wahrheit zum König über euch salbt, so kommt, sucht Zuflucht unter meinem Schatten. Wenn aber nicht, so gehe Feuer vom Dornstrauch aus und verzehre die Zedern des Libanon. Und nun, wenn ihr in Wahrheit und in Untadeligkeit gehandelt habt und ihr dann Abimelech zum König machtet, und wenn ihr Jerobaal und seinen Hausgenossen gegenüber Gutes getan habt, und wenn ihr ihm getan habt, wie es das Tun seiner Hände verdiente, damals, als mein Vater für euch kämpfte und dann seine Seele einsetzte, um euch aus der Hand Midians zu befreien, und ihr eurerseits euch heute gegen die Hausgenossen meines Vaters erhoben habt, um seine Söhne zu töten, 70 Männer auf einem Stein, und um Abimelech, den Sohn seiner Sklavin, zum König über die Grundbesitzer von Sichem zu machen, nur weil er euer eigener Bruder ist. Ja, wenn ihr an diesem Tag in Wahrheit und Untadlichkeit gegenüber Jerobaal und seinen Hausgenossen gehandelt habt, so freut euch über Abimelech und auch er freue sich über euch. Wenn aber nicht, so gehe Feuer aus von Abimelech und verzehre die Grundbesitzer von Sichem und das Haus Millo und Feuer gehe von den Grundbesitzern von Sichem und vom Hause Millo aus und verzehre Abimelech. Dann ergriff Jotham die Flucht und eilte davon und begab sich nach Beer. Und Abimelech seines Bruders wegen nahm er dort Wohnsitz. Und Abimelech spielte sich 3 Jahre lang als Fürst über Israel auf. Da ließ Gott einen schlechten Geist zwischen Abimelech und den Grundbesitzern von Sichem aufkommen. Und die Grundbesitzer von Sichem handelten dann treulos gegen Abimelech, damit die an den 70 Söhnen Jerobaals verübte Gewalttat käme und damit er ihre Blutschuld auf Abimelech, ihren Bruder, lege, weil er sie getötet hatte, und auf die Grundbesitzer von Sichem,
weil sie seine Hände gestärkt hatten, seine Brüder zu töten. Da legten ihm die Grundbesitzer von Sichem auf den Gipfeln der Berge Leute in den Hinterhalt, und sie pflegten, jeden zu berauben, der jeweils auf der Straße an ihnen vorüberkam. Das wurde mit der Zeit dem Abimelech berichtet. Dann kamen Gaal, der Sohn Ebeds, und seine Brüder und zogen nach Sichem hinüber, und die Grundbesitzer von Sichem fassten zu ihm Vertrauen. Und sie zogen wie gewöhnlich aufs Feld hinaus und beschäftigten sich mit der Traubenlese ihrer Weingärten und mit dem Keltern und mit der Veranstaltung eines Freudenfestes, wonach sie in das Haus ihres Gottes gingen und aßen und tranken und Übles auf Abimelech herabriefen. Und Gaal, der Sohn Ebed, sprach dann: Wer ist Abimelech und wer ist Sichem, dass wir ihm dienen sollten? Ist er nicht der Sohn Jerubbaals und ist nicht Sebul sein Beauftragter? Dient ihr doch den Männern Hamors, des Vaters von Sichem, aber warum sollten wir unsererseits ihm dienen? Und wäre dieses Volk nur in meiner Hand, dann würde ich Abimelech entfernen. Und er sagte weiter zu Abimelech: Mache dein Heer zahlreich und rücke aus. Und Sebul, der Stadtfürst, bekam die Worte Gaals, des Sohnes Ebeds, zu hören. Da entbrannte sein Zorn. So sandte er unter einem Vorwand Boten zu Abimelech, indem er sprach: Siehe, Gaal, der Sohn Ebeds, und seine Brüder sind nun nach Sichem gekommen, und hier wiegeln sie die Stadt gegen dich auf. Und nun steh auf bei Nacht, du und das Volk, das mit dir ist, und leg dich im Feld auf die Lauer. Und es soll geschehen, dass du am Morgen, sobald die Sonne aufleuchtet, früh aufstehen solltest. Und du sollst gegen die Stadt losstürmen, und wenn er mit dem Volk, das bei ihm ist, gegen dich auszieht, sollst du auch ihm tun, wie deine Hand zu tun für möglich findet. Demgemäß erhob sich Abimelech und alles Volk, das bei ihm war, bei Nacht, und sie begann sich in vier Trupps gegen Sichem auf die Lauer zu legen. Später zog Gaal, der Sohn Ebeds, aus und trat an den Eingang des Stadttors. Dann erhob sich Abimelech und das Volk, das mit ihm war, aus dem Ort des Hinterhalts. Als Gaal das Volk erblickte, sprach er sofort zu Sebul: Siehe, Leute kommen von den Gipfeln der Berge herab. Aber Sebul sprach zu ihm: Die Schatten der Berge sind das, was du für Männer ansiehst. Später redete Gaal wiederum und sprach: Siehe, Leute kommen herab vom Mittelpunkt des Landes, und ein Trupp kommt auf dem Weg des großen Baumes von Meonenim. Darauf sprach Sebul zu ihm: Wo ist nun deine Rede, die du äußertest? Wer ist Abimelech, dass wir ihm dienen sollten? Ist nicht dies das Volk, das du verworfen hast? Zieh jetzt bitte aus und kämpfe gegen sie. Da zog Gaal an der Spitze der Grundbesitzer von Sichem aus und nahm den Kampf gegen Abimelech auf. Und Abimelech jagte ihm nach, und er floh vor ihm her. Die Erschlagenen fielen fortgesetzt in Menge bis zum Eingang des Tores. Und Abimelech wohnte weiterhin in Aruma, und Sebul trieb dann Gaal und seine Brüder aus ihrem Wohnsitz in Sichem hinaus. Und es geschah am nächsten Tag, dass das Volk aufs Feld hinauszugehen begann. Da teilte man es Abimelech mit. Daher nahm er die Leute und teilte sie in drei Trupps auf und begann sich im Feld auf die Lauer zu legen. Dann schaute er, und da zog das Volk aus der Stadt heraus. Nun erhob er sich gegen sie und schlug sie nieder. Und Abimelech und die Trupps, die mit ihm waren, stürmten los, um sich an den Eingang des Stadttors zu stellen, während zwei Trupps gegen alle losstürmten, die auf dem Feld waren, und sie schlugen sie dann nieder. Und Abimelech kämpfte jenen ganzen Tag gegen die Stadt und nahm die Stadt schließlich ein, und er tötete die Leute, die darin waren, wonach er die Stadt niederriss und sie mit Salz übersäte. Als alle Grundbesitzer des Turms von Sichem davon hörten, begaben sie sich sogleich zum Gewölbe des Hauses des El-Berit. Da wurde es Abimelech berichtet,
dass sich alle Grundbesitzer des Turms von Sichem zusammengetan hatten. Hierauf stieg Abimelech den Berg Zalmon hinauf, er und alles Volk, das mit ihm war. Abimelech nahm nun eine Axt in seine Hand und hieb einen Ast von den Bäumen ab und hob ihn auf und legte ihn auf seine Schulter und sprach zu dem Volk, das bei ihm war: Was ihr mich habt tun sehen, das tut mir eilends nach. Da hieben sich alle Leute, auch jeder einen Ast ab, und folgten dann Abimelech. Dann legten sie sie gegen das Gewölbe, und über ihnen setzten sie das Gewölbe in Brand, so dass alle Leute des Turms von Sichem ebenfalls starben, etwa 1000 Männer und Frauen. Und Abimelech ging daran, nach Thebez zu gehen und sich wieder Thebez zu lagern und es einzunehmen. Da sich nun ein starker Turm in der Mitte der Stadt befand, flohen dann alle Männer und Frauen und alle Grundbesitzer der Stadt dorthin, wonach sie hinter sich zuschlossen und auf das Dach des Turmes stiegen. Und Abimelech bahnte sich den Weg bis zum Turm und eröffnete den Kampf gegen ihn, und er ging weiter hinauf, nahe an den Turmeingang heran, um ihn mit Feuer zu verbrennen. Dann warf eine gewisse Frau einen oberen Mühlstein auf Abimelechs Kopf und zerschmetterte seinen Schädel. Da rief er schnell den Bediensteten, der ihm die Waffen trug, und sprach zu ihm: Zieh dein Schwert und gib mir den Todesstoß, damit man nicht von mir sage, eine Frau hat ihn getötet. Sogleich durchstach ihn sein Bediensteter, so dass er starb. Als die Männer Israels schließlich sahen, dass Abimelech gestorben war, gingen sie nun ein jeder an seinen Ort. So ließ Gott das Üble, das Abimelech seinem Vater angetan hatte, indem er seine 70 Brüder tötete, auf ihn zurückkommen. Und alles Üble der Männer von Sichem ließ Gott auf ihr eigenes Haupt zurückkommen, damit der Fluch Jotams des Sohnes Jerubbaals über sie komme. Kapitel 10. Nach Abimelech nun stand Tola auf, der Sohn Puas, des Sohnes Dodos, ein Mann aus Issachar, um Israel zu retten, und er wohnte in Schamir, in der Berggegend von Ephraim. Und er richtete Israel 23 Jahre lang, wonach er starb und in Schamir begraben wurde. Nach ihm stand dann Jair, der Gileaditer, auf, und er richtete Israel 22 Jahre lang. Und er bekam 30 Söhne, die auf 30 ausgewachsenen Eseln ritten, und sie hatten 30 Städte. Diese nennt man weiterhin Havot Jair, bis auf diesen Tag. Sie sind im Land Gilead. Danach starb Jair und wurde in Karmon begraben. Und die Söhne Israels gingen wieder dazu über, zu tun, was böse war in den Augen Jehovas. Und sie begannen den Baalen zu dienen und den Ashtoreth-Bildnissen und den Göttern Syriens und den Göttern Sidons und den Göttern Moabs und den Göttern der Söhne Ammons und den Göttern der Philister. So verließen sie Jehova und dienten ihm nicht. Darauf entbrannte Jehovas Zorn wider Israel, so dass er sie in die Hand der Philister und in die Hand der Söhne Ammons verkaufte. Folglich zerschlugen und unterdrückten sie die Söhne Israels in jenem Jahr schwer. 18 Jahre lang alle Söhne Israels, die auf der Seite des Jordan im Land der Amoriter waren, das in Gilead lag. Und die Söhne Ammons überschritten jeweils den Jordan, um auch gegen Juda und Benjamin und das Haus Ephraim zu kämpfen. Und Israel war sehr bedrängt. Und die Söhne Israels begannen zu Jehova um Hilfe zu rufen, indem sie sprachen: Wir haben gegen dich gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und wir dienen den Baalen. Dann sprach Jehova zu den Söhnen Israels: War es nicht aus Ägypten und von den Amoritern und von den Söhnen Ammons und von den Philistern und den Sidoniern und von Amalek und Midian, als sie euch bedrückten und ihr dann zu mir schriet, dass ich euch dann aus ihrer Hand rettete? Ihr aber
ihr habt mich verlassen und den Dienst für andere Götter aufgenommen. Darum werde ich euch nicht wieder retten. Geht und ruft die Götter um Hilfe an, die ihr erwählt habt. Sie mögen euch in der Zeit eurer Bedrängnis retten. Die Söhne Israels aber sprachen zu Jehova: Wir haben gesündigt. Tue du uns nach dem, was irgend gut ist in deinen Augen. Nur befreie uns bitte an diesem Tag. Und sie begannen, die fremdländischen Götter aus ihrer Mitte zu entfernen und Jehova zu dienen, so dass seine Seele wegen des Ungemachs Israels ungeduldig wurde. Im Laufe der Zeit wurden die Söhne Ammons zusammengerufen und schlugen das Lager in Gilead auf. Da versammelten sich die Söhne Israels und schlugen das Lager in Mizpah auf. Und das Volk und die Fürsten von Gilead begannen zueinander zu sprechen: Wer ist der Mann, der im Kampf gegen die Söhne Ammons die Führung übernehmen wird? Er werde das Haupt aller Bewohner Gileads. Kapitel 11. Jephtha nun, der Gileaditer, war ein tapferer, starker Mann geworden. Und er war der Sohn einer Prostituierten. Und Gilead wurde Jephthas Vater. Und Gileads Frau gebar ihm weiterhin Söhne. Als die Söhne der Frau groß wurden, gingen sie daran, Jephtha auszutreiben und zu ihm zu sprechen: Du sollst kein Erbe im Hause unseres Vaters haben, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. So lief Jephtha wegen seiner Brüder weg und nahm im Land Tob Wohnsitz. Und lose Männer fuhren fort, sich um Jephtha zu scharen, und sie zogen jeweils mit ihm aus. Es geschah nach einiger Zeit, dass die Söhne Ammons gegen Israel zu kämpfen begannen. Und es geschah, als die Söhne Ammons tatsächlich gegen Israel kämpften, dass die älteren Männer Gileads sogleich daran gingen, Jephtha aus dem Land Tob zu holen. Dann sprachen sie zu Jephtha: Komm doch und diene als unser Befehlshaber, und wir wollen gegen die Söhne Ammons kämpfen. Aber Jephtha sprach zu den älteren Männern Gileads: Wart nicht ihr es, die mich so hassten, dass ihr mich aus dem Haus meines Vaters triebt? Und warum seid ihr zu mir gekommen, gerade jetzt, da ihr in Bedrängnis seid? Darauf sprachen die älteren Männer Gileads zu Jephtha: Darum sind wir jetzt zu dir zurückgekehrt. Und du sollst mit uns gehen und gegen die Söhne Ammons kämpfen, und du sollst für uns das Haupt aller Bewohner Gileads werden. Da sprach Jephtha zu den älteren Männern Gileads: Wenn ihr mich zurückholt, damit ich gegen die Söhne Ammons kämpfe, und Jehova sie mir tatsächlich preisgibt, werde ich, ja, ich, euer Haupt werden. Die älteren Männer Gileads sprachen ihrerseits zu Jephtha: Jehova erweise sich als Zuhörer zwischen uns, wenn wir nicht so tun werden, wie es nach deinem Wort ist. Demzufolge ging Jephtha mit den älteren Männern Gileads, und das Volk setzte ihn als Haupt und Befehlshaber über sich. Und Jephtha ging daran, alle seine Worte vor Jehova in Mizpah zu reden. Dann sandte Jephtha Boten zu dem König der Söhne Ammons und ließ sagen: Was habe ich mit dir zu schaffen, dass du gegen mich gekommen bist, um in meinem Land zu kämpfen? Da sprach der König der Söhne Ammons zu dem Boten Jephthas: Es ist, weil Israel mein Land genommen hat, als es aus Ägypten heraufkam, vom Arnon bis zum Jabok und bis zum Jordan, und nun gib es doch friedlich zurück. Jephtha aber sandte nochmals Boten zu dem König der Söhne Ammons und sprach zu ihm: Dies ist, was Jephtha gesagt hat. Israel hat das Land Moab und das Land der Söhne Ammons nicht genommen, denn als es aus Ägypten heraufkam, wanderte Israel dann durch die Wildnis bis zum Roten Meer und kam schließlich nach Kadesch. Dann sandte Israel Boten zu dem König von Edom und ließ sagen: Lass mich bitte durch dein Land ziehen. Und der König von Edom schenkte kein Gehör. Und auch zu dem König von Moab sandten sie, und er willigte nicht ein. Und Israel blieb in Kadesch. Als sie durch die Wildnis weiterwanderten, umgingen sie das Land Edom und das Land Moab, so dass sie gegen Sonnenaufgang gingen, was das Land Moab betrifft,
und das Lager in der Gegend des Arnon aufschlugen. Und sie kamen nicht in das Land innerhalb der Grenze Moabs, denn der Arnon war die Grenze Moabs. Danach sandte Israel Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, dem König von Heschbon. Und Israel sprach zu ihm: Lasst uns bitte durch dein Land an meinen eigenen Ort ziehen. Und Sihon fühlte sich in Bezug auf Israels Durchzug durch sein Gebiet nicht sicher. Und Sihon ging daran, all sein Volk zu versammeln und in Jahaz zu lagern und gegen Israel zu kämpfen. Darauf gab Jehova, der Gott Israels, Sihon und sein ganzes Volk in die Hand Israels, so dass sie sie schlugen, und Israel nahm das ganze Land der Amoriter, die jenes Land bewohnten, in Besitz. So nahmen sie das ganze Gebiet der Amoriter in Besitz, vom Arnon bis zum Jabbok und von der Wildnis bis zum Jordan. Und nun war es Jehova, der Gott Israels, der die Amoriter vor seinem Volk Israel her enteignete. Und du wolltest sie enteignen. Wirst du nicht enteignen, wen immer Kamos, dein Gott, zu enteignen, dich veranlasst? Und jeden, den Jehova, unser Gott, vor uns her enteignet hat, den werden wir enteignen. Und nun bist du irgendwie besser als Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab? Stritt er je mit Israel oder kämpfte er je gegen sie? Während Israel in Heschbon und seinen abhängigen Ortschaften und in Aroer und seinen abhängigen Ortschaften und in allen Städten wohnte, die an den Ufern des Arnon liegen, 300 Jahre lang, warum hast du sie ihnen während jener Zeit denn nie entrissen? Was mich betrifft, ich habe nicht gegen dich gesündigt, sondern du handelst Unrecht an mir, indem du gegen mich kämpfst. Möge Jehova, der Richter, heute richten zwischen den Söhnen Israels und den Söhnen Ammons. Und der König der Söhne Ammons hörte nicht auf die Worte Jephthas, die er ihm gesandt hatte. Jehovas Geist kam nun über Jephtha, und er machte sich daran, durch Gilead und Manasse zu ziehen und durch Mizpe in Gilead zu ziehen. Und von Mizpe in Gilead zog er zu den Söhnen Ammons weiter. Dann legte Jephtha Jehova ein Gelübde ab und sprach: Wenn du die Söhne Ammons wirklich in meine Hand gibst, soll es auch geschehen, dass der Herauskommende, der aus den Türen meines Hauses herauskommt, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Söhnen Ammons zurückkehre, dann Jehova gehören soll, und ich will diesen als ein Brandopfer opfern. Da zog Jephtha zu den Söhnen Ammons weiter, um gegen sie zu kämpfen, und Jehova gab sie dann in seine Hand. Und er schlug sie den ganzen Weg von Aroer bis Minnit, 20 Städte, und bis nach Abel-Keramim mit einer sehr großen Schlachtung. So wurden die Söhne Ammons vor den Söhnen Israels unterworfen. Schließlich kam Jephtha zu seinem Haus nach Mizpa, und siehe, da kam seine Tochter heraus, ihm entgegen, mit Tamburinspiel und Reigentanz. Nun war sie tatsächlich das einzige Kind. Außer ihr hatte er weder Sohn noch Tochter. Und es geschah, als er sie erblickte, dass er seine Kleider zu zerreißen und zu sprechen begann: Ach, meine Tochter, du hast mich in der Tat niedergebeugt, und du selbst bist diejenige geworden, die ich mit dem Bann belegt habe. Und ich habe meinen Mund vor Jehova aufgetan, und ich kann nicht zurücktreten. Sie aber sprach zu ihm: Mein Vater, wenn du deinen Mund vor Jehova aufgetan hast, so tu mit mir gemäß dem, was aus deinem Mund hervorgegangen ist, da Jehova für dich an deinen Feinden, den Söhnen Ammons, Rachetaten vollzogen hat. Und sie fuhr fort, zu ihrem Vater zu sprechen: Möge diese Sache mit mir getan werden. Lass mich für 2 Monate allein, und lass mich gehen, und ich will auf die Berge hinabgehen, und lass mich meine Jungfrauschaft beweinen, ich und meine Gefährtin. Darauf sprach er: Geh hin. So sandte er sie für 2 Monate weg, und sie ging hin, sie mit ihren Gefährtinnen, und beweinte ihre Jungfrauschaft auf den Bergen.
Und es geschah am Ende von 2 Monaten, dass sie zu ihrem Vater zurückkehrte, wonach er sein Gelübde vollzog, das er ihrethalben abgelegt hatte. Sie nun hatte niemals Beziehungen zu einem Mann, und es wurde zu einer Bestimmung in Israel. Von Jahr zu Jahr gingen die Töchter Israels jeweils hin, um der Tochter Jephthas des Gileaditas 4 Tage im Jahr Lob zu spenden. Kapitel 12. Dann wurden die Männer Ephraims zusammengerufen, und sie zogen hinüber nordwärts und sprachen zu Jephtha: Wie kommt es, dass du hinübergezogen bist, um gegen die Söhne Ammons zu kämpfen, und du an uns keinen Aufruf erlassen hast, mit dir zu gehen? Dein eigenes Haus werden wir über dir mit Feuer verbrennen. Aber Jephtha sprach zu ihnen: Ich bin ein besonderer Streiter geworden, ich und mein Volk mit den Söhnen Ammons. Und ich rief euch dann zu Hilfe, und ihr rettetet mich nicht aus ihrer Hand. Als ich schließlich sah, dass du kein Retter warst, da entschloss ich mich, meine Seele in die hohle Hand zu nehmen und hinüberzuziehen gegen die Söhne Ammons. Darauf gab Jehova sie in meine Hand. Warum also seid ihr an diesem Tag wieder mich heraufgekommen, um gegen mich zu kämpfen? Sogleich brachte Jephtha alle Männer Gileads zusammen und kämpfte gegen Ephraim. Und die Männer Gileads gingen daran, Ephraim niederzuschlagen. Denn sie hatten gesagt: Aus Ephraim Entronnene seid ihr, O Gilead, inmitten von Ephraim, inmitten von Manasse. Und Gilead nahm schließlich die Furten des Jordan vor Ephraim ein. Und es geschah, wenn die Entrinnenden von Ephraim jeweils sprachen: Lass mich hinübergehen. So sagten die Männer Gileads dann zu einem jeden: Bist du ein Ephraimiter? Sagte er darauf: Nein. So sprachen sie jeweils zu ihm: Sag bitte Schibolet. Und er sagte dann Sibolet, weil er das Wort nicht richtig aussprechen konnte. Und sie ergriffen ihn daraufhin und erschlugen ihn an den Furten des Jordan. So fielen zu jener Zeit von Ephraim 42.000. Und Jephtha richtete Israel 6 Jahre lang, wonach Jephtha, der Gileaditer, starb und in seiner Stadt in Gilead begraben wurde. Und nach ihm begann Ibsan aus Bethlehem Israel zu richten. Und er bekam 30 Söhne und 30 Töchter. Er sandte nach auswärts und brachte 30 Töchter für seine Söhne von auswärts herein. Und er richtete Israel 7 Jahre lang. Dann starb Ibsan und wurde in Bethlehem begraben. Und nach ihm begann Elon, der Sebuloniter, Israel zu richten. Und er richtete Israel 10 Jahre lang. Dann starb Elon, der Sebuloniter, und wurde in Ajalon, im Land Sebulon, begraben. Und nach ihm begann Abdon, der Sohn Hillels, der Piratoniter, Israel zu richten. Und er bekam 40 Söhne und 30 Enkel, die auf 70 ausgewachsenen Eseln ritten. Und er richtete Israel 8 Jahre lang. Dann starb Abdon, der Sohn Hillels, der Piratoniter, und wurde in Piraton im Land Ephraim auf dem Amalekiterberg begraben. Kapitel 13. Und die Söhne Israels taten wieder, was böse war in Jehovas Augen, so dass Jehova sie in die Hand der Philister gab, 40 Jahre lang. Indessen war da ein gewisser Mann aus Zora, von der Familie der Daniter, und sein Name war Manoach, und seine Frau war unfruchtbar und hatte kein Kind geboren. Im Laufe der Zeit erschien Jehovas Engel der Frau und sprach zu ihr: Sieh doch, du bist unfruchtbar und hast kein Kind geboren, und du wirst bestimmt schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun nimm dich bitte in Acht und trinke keinen Wein noch berauschendes Getränk und iss nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden, und du wirst bestimmt einen Sohn gebären, und kein Schermesser sollte auf sein Haupt kommen, denn ein Nazäräer Gottes wird das Kind werden, vom Mutterleib an,
und er seinerseits wird die Führung übernehmen, um Israel aus der Hand der Philister zu retten. Dann ging die Frau hin und sprach zu ihrem Mann: Ein Mann des wahren Gottes ist zu mir gekommen, und sein Aussehen war wie das Aussehen des Engels des wahren Gottes, sehr furchteinflößend. Und ich fragte ihn nicht, woher er denn sei, noch teilte er mir seinen Namen mit. Aber er sprach zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden, und du wirst bestimmt einen Sohn gebären. Und nun trinke keinen Wein, noch berauschendes Getränk, und iss nichts Unreines, denn ein Nazireer Gottes wird das Kind werden, vom Mutterleib an bis zum Tag seines Todes. Und Manoach begann Jehova inständig zu bitten und zu sagen: Entschuldige, Jehova, lass doch den Mann des wahren Gottes, den du eben gesandt hast, bitte wieder zu uns kommen und uns unterweisen über das, was wir mit dem Kind tun sollen, das geboren werden wird. Dementsprechend hörte der wahre Gott auf die Stimme Manoachs, und der Engel des wahren Gottes kam wieder zu der Frau, während sie auf dem Feld saß. Und Manoach, ihr Mann, war nicht bei ihr. Sogleich lief die Frau eilends hin und teilte es ihrem Mann mit und sprach zu ihm: Siehe, der Mann, der unlängst zu mir kam, ist mir erschienen. Daraufhin stand Manoach auf und begleitete seine Frau und kam zu dem Mann und sprach zu ihm: Bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? Worauf er sprach: Ich bin es. Da sprach Manoach: Nun lass deine Worte wahr werden. Was wird des Kindes Lebensweise und seiner Arbeit werden? Da sprach Jehovas Engel zu Manoach: Von allem, was ich der Frau angegeben habe, sollte sie sich enthalten. Gar nichts, was vom Weinstock stammt, sollte sie essen, und keinen Wein noch berauschendes Getränk lass sie trinken, und nichts Unreines von irgendeiner Art lass sie essen. Alles, was ich ihr geboten habe, möge sie halten. Manoach sprach nun zu Jehovas Engel: Lass dich bitte von uns aufhalten, damit wir vor dir ein Ziegenböckchen zurichten. Aber Jehovas Engel sprach zu Manoach: Wenn du mich aufhältst, werde ich nicht von deinem Brot essen. Aber wenn du Jehova ein Brandopfer darbieten willst, so kannst du es opfern. Manoach wusste nämlich nicht, dass es Jehovas Engel war. Dann sprach Manoach zu Jehovas Engel: Wie ist dein Name, damit wir dich, wenn dein Wort eintrifft, bestimmt ehren werden? Jehovas Engel jedoch sprach zu ihm: Warum denn solltest du nach meinem Namen fragen, wenn es ein wunderbarer ist? Und Manoach ging daran, das Ziegenböckchen und das Getreideopfer zu nehmen und es Jehova auf dem Felsen zu opfern. Und auf wunderbare Weise tat er etwas, während Manoach und seine Frau zuschauten. Und es geschah, als die Flamme vom Altar her zum Himmel aufstieg, dass dann Jehovas Engel in der Flamme des Altars aufstieg, während Manoach und seine Frau zuschauten. Sogleich fielen sie auf ihr Angesicht zur Erde. Und Jehovas Engel erschien dem Manoach und seiner Frau nicht mehr. Da erkannte Manoach, dass es Jehovas Engel gewesen war. Demzufolge sprach Manoach zu seiner Frau: Wir werden bestimmt sterben, denn es ist Gott, den wir gesehen haben. Aber seine Frau sprach zu ihm: Wenn Jehova nur Gefallen daran gehabt hätte, uns zu Tode zu bringen, so hätte er nicht ein Brandopfer und Getreideopfer von unserer Hand angenommen, und er hätte uns nicht alle diese Dinge gezeigt, und er hätte uns nicht wie jetzt dergleichen hören lassen. Später gebar die Frau einen Sohn und gab ihm den Namen Simson, und der Knabe wurde fortwährend größer, und Jehova fuhr fort, ihn zu segnen. Im Laufe der Zeit fing der Geist Jehovas an, ihn umherzutreiben, in Mahane Dan zwischen Zora und Eshtaol. Kapitel 14. Dann ging Simson nach Timna hinab und sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister.
Da ging er hinauf und teilte es seinem Vater und seiner Mutter mit und sprach: Da ist eine Frau von den Töchtern der Philister, die ich in Timna gesehen habe, und nun nehmt sie mir zur Frau. Aber sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm: Gibt es unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, so dass du hingehst, um eine Frau von den unbeschnittenen Philistern zu nehmen? Dennoch sprach Simson zu seinem Vater: Diese nimm mir, denn gerade sie ist recht in meinen Augen. Was seinen Vater und seine Mutter betrifft, sie wussten nicht, dass dies von Jehova aus war, dass er nach einem Anlass wieder die Philister suchte, da zu jener besonderen Zeit die Philister über Israel herrschten. Demgemäß ging Simson mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna hinab. Als er bis an die Weingärten von Timna kam, siehe, da brüllte ein mähniger junger Löwe ihm entgegen. Da wurde Jehovas Geist über ihm wirksam, so dass er ihn entzwei riss, so wie jemand ein Böckchen entzwei reißt, und gar nichts war in seiner Hand. Und weder seinem Vater noch seiner Mutter teilte er mit, was er getan hatte. Und er zog weiter hinab und begann zu der Frau zu reden, und sie war immer noch recht in Simsons Augen. Einige Zeit darauf nun kehrte er zurück, um sie heimzuführen. Dabei bog er abseits, um nach dem Kadaver des Löwen zu schauen, und da war ein Bienenschwarm im toten Körper des Löwen und Honig. Somit strich er ihn heraus in seine hohlen Hände und wanderte weiter im Gehen essend. Als er sich wieder zu seinem Vater und seiner Mutter gesellte, gab er ihnen sogleich davon, und sie begannen zu essen. Und er teilte ihnen nicht mit, dass er den Honig aus dem toten Körper des Löwen herausgestrichen hatte. Und sein Vater ging weiter zu der Frau hinab, und Simson machte sich daran, dort ein Festmahl zu veranstalten. Denn auf diese Weise pflegten die jungen Leute zu tun. Und es geschah, dass sie, als sie ihn sahen, sogleich 30 Begleiter holten, damit diese bei ihm blieben. Dann sprach Simson zu ihnen: Lasst mich euch bitte ein Rätsel aufgeben. Wenn ihr es mir gewisslich während der 7 Tage des Festmahls mitteilen werdet und ihr es wirklich löst, werde ich euch in diesem Fall 30 Unterkleider und 30 Kleiderausstattungen geben müssen. Wenn ihr es mir aber nicht mitzuteilen vermögt, sollt ihr selbst mir dann 30 Unterkleider und 30 Kleiderausstattungen geben. Darauf sprachen sie zu ihm: Gib dein Rätsel auf und lass es uns hören. Da sprach er zu ihnen: Aus dem Fresser kam etwas zum Essen hervor, und aus dem Starken kam etwas Süßes hervor. Und sie erwiesen sich 3 Tage lang als unfähig, das Rätsel mitzuteilen. Und es geschah am 4. Tag, dass sie zu Simsons Frau zu sagen begannen: Betöre deinen Mann, damit er uns das Rätsel mitteile, sonst werden wir dich und das Haus deines Vaters mit Feuer verbrennen. War es, um unsere Besitztümer zu nehmen, dass ihr uns hierher einludet? Demzufolge begann Simsons Frau an ihm zu weinen und zu sagen: Du hast mich ja nur, und du liebst mich nicht. Du hast den Söhnen meines Volkes ein Rätsel aufgegeben, mir aber hast du es nicht mitgeteilt. Darauf sprach er zu ihr: Nun, meinem eigenen Vater und meiner eigenen Mutter habe ich es nicht mitgeteilt, und ich sollte es dir mitteilen? Sie aber weinte ständig an ihm, die 7 Tage, die das Festmahl für sie dauerte. Und es geschah am 7. Tag, dass er es ihr schließlich mitteilte, weil sie ihm zugesetzt hatte. Dann teilte sie das Rätsel den Söhnen ihres Volkes mit. Da sprachen die Männer der Stadt am 7. Tag zu ihm, bevor er je in die Innenkammer hineingehen konnte: Was ist süßer als Honig? Und was ist stärker als ein Löwe? Er seinerseits sprach zu ihnen:
Hättet ihr nicht mit meiner jungen Kuh gepflügt, so hättet ihr mein Rätsel nicht gelöst. Und Jehovas Geist wurde über ihm wirksam, so dass er nach Askalon hinabging und 30 Mann von ihnen niederschlug und das, was er ihnen abstreifte, nahm und die Ausstattungen denen gab, die das Rätsel mitgeteilt hatten. Und sein glühender Zorn hielt an und er ging in das Haus seines Vaters hinauf. Und Simsons Frau wurde einem seiner Begleiter zu eigen, der sich ihm beigesellt hatte. Kapitel 15. Und es geschah nach einiger Zeit, dass Simson in den Tagen der Weizenernte mit einem Ziegenböckchen kam, um seine Frau zu besuchen. Er sagte dann: Ich will zu meiner Frau in die Innenkammer gehen. Und ihr Vater gestattete ihm nicht hineinzugehen. Vielmehr sprach ihr Vater: Tatsächlich sagte ich mir, du wirst sie zweifellos hassen. Daher gab ich sie deinem Begleiter. Ist nicht ihre jüngere Schwester besser als sie? Lass bitte sie statt der anderen, die deine werden. Simson indes sprach zu ihnen: Diesmal werde ich bestimmt frei sein von Schuld gegenüber den Philistern, falls ich mit ihnen zu ihrem Schaden handle. Und Simson ging hin und fing dann 300 Füchse, und nahm Fackeln und wandte Schwanz gegen Schwanz und tat je eine Fackel zwischen zwei Schwänze direkt in die Mitte. Darauf setzte er die Fackeln in Brand und sandte sie hinaus in die Felder des stehenden Getreides der Philister. Auf diese Weise setzte er alles in Brand, von der Garbe bis zum stehenden Getreide und die Weingärten und die Olivenhaine. Und die Philister begannen zu sagen: Wer hat dies getan? Dann sprachen sie: Simson, der Schwiegersohn des Timniters, weil er seine Frau nahm und sie dann seinem Begleiter gab. Darauf zogen die Philister hinauf und verbrannten sie und ihren Vater mit Feuer. Simson seinerseits sprach zu ihnen: Wenn ihr solches tut, so bleibt mir nichts, als mich an euch zu rächen, und danach werde ich aufhören. Und dann schlug er sie, häufte Schenkel auf Hüften mit einer großen Schlachtung, wonach er hinabging und in einer Kluft des Felsens Etam zu wohnen begann. Später kamen die Philister herauf und lagerten in Juda und streiften dann in Lehi umher. Dann sprachen die Männer von Juda: Warum seid ihr gegen uns heraufgekommen? Worauf sie sagten: Um Simson zu fesseln sind wir heraufgekommen, um ihm gerade so zu tun, wie er uns getan hat. So begaben sich 3000 Mann von Juda zu der Kluft des Felsens Etam hinab und sprachen zu Simson: Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Was bedeutet dies denn, was du uns da angetan hast? Da sagte er zu ihnen: So wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen getan. Sie aber sprachen zu ihm: Um dich zu fesseln sind wir herabgekommen, um dich in die Hand der Philister zu geben. Darauf sagte Simson zu ihnen: Schwört mir, dass ihr selbst nicht über mich herfallen werdet. Und sie sprachen weiter zu ihm: Nein, sondern wir werden dich bloß fesseln, und wir werden dich in ihre Hand geben, doch werden wir dich keineswegs zu Tode bringen. Demgemäß banden sie ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn aus dem zerklüfteten Felsen herauf. Er seinerseits kam bis nach Lehi, und die Philister ihrerseits jauchzten ihm triumphierend entgegen. Und Jehovas Geist wurde über ihm wirksam, und die Stricke, die an seinen Armen waren, wurden wie Leinenfäden, die vom Feuer versenkt sind, so dass seine Fesseln von seinen Händen wegschmolzen. Er fand nun einen feuchten Eselskinnbacken und streckte seine Hand aus und nahm ihn und ging daran, 1000 Mann damit niederzuschlagen. Dann sprach Simson: Mit dem Eselskinnbacken, einen Haufen, zwei Haufen,
Mit dem Eselskinnbacken habe ich 1000 Mann niedergeschlagen. Und es geschah, als er mit Reden zu Ende war, dass er den Kinnbacken sogleich aus der Hand warf und jenen Ort Ramat-Lehi nannte. Nun wurde er sehr durstig und er begann, Jehova anzurufen und zu sprechen: Du bist es gewesen, der diese große Rettung in die Hand deines Knechtes gegeben hat. Und jetzt soll ich vor Durst sterben und muss in die Hand der Unbeschnittenen fallen? Da spaltete Gott eine mörserförmige Vertiefung auf, die in Lehi war, und Wasser begann daraus hervorzukommen, und er trank dann, wonach sein Geist zurückkehrte und er wieder auflebte. Darum gab er ihr den Namen En-Hakoreh, die in Lehi ist, bis auf diesen Tag. Und er richtete Israel in den Tagen der Philister 20 Jahre lang. Kapitel 16. Einmal ging Simson nach Gaza und sah dort eine Prostituierte und ging zu ihr hinein. Und den Gazitern wurde Bericht erstattet, der besagte: Simson ist hereingekommen. Da umringten sie ihn und lauerten ihm die ganze Nacht hindurch im Stadttor auf. Und sie verhielten sich die ganze Nacht still, indem sie sprachen: Sobald der Morgen hell wird, wollen wir ihn dann töten. Simson indes blieb bis Mitternacht liegen. Und dann erhob er sich um Mitternacht und packte die Flügel des Stadttors an die beiden Seitenpfosten und riss sie samt dem Riegel heraus und legte sie auf seine Schultern und trug sie dann hinauf auf den Gipfel des Berges, der vor Hebron ist. Und es geschah danach, dass er sich in eine Frau im Wildbachtal Sorek verliebte, und ihr Name war Delila. Und die Achsenherren der Philister gingen dann zu ihr hinauf und sprachen zu ihr: Betöre ihn und sieh, worin seine große Kraft besteht und womit wir die Oberhand über ihn gewinnen und womit wir ihn bestimmt fesseln können, um ihn zu bezwingen. Und wir unsererseits werden dir jeder 1100 Silberstücke geben. Später sprach Delila zu Simson: Teil mir doch bitte mit, worin besteht deine große Kraft und womit kannst du gefesselt werden, damit man dich bezwinge? Da sprach Simson zu ihr: Wenn sie mich mit 7 noch feuchten Sehnen fesseln, die nicht ausgetrocknet sind, dann werde ich bestimmt schwach und wie ein gewöhnlicher Mensch werden. Da brachten die Achsenherren der Philister 7 noch feuchte Sehnen, die nicht ausgetrocknet waren, zu ihr hinauf. Später fesselte sie ihn damit. Nun saßen Männer in ihrer Innenkammer im Hinterhalt. Und sie begann zu ihm zu sagen: Die Philister sind über dir, Simson. Darauf riss er die Sehnen in zwei, so wie ein gedrehter Werkfaden in zwei reißt, wenn er Feuer riecht, und seine Kraft wurde nicht bekannt. Darauf sprach Delila zu Simson: Siehe, du hast ein Spiel mit mir getrieben, um Lügen zu mir zu reden. Nun teil mir doch bitte mit, womit du gefesselt werden kannst. Da sprach er zu ihr: Wenn man mich mit neuen Stricken, mit denen keine Arbeit getan worden ist, fest bindet, dann werde ich bestimmt schwach und wie ein gewöhnlicher Mensch werden. Da nahm Delila neue Stricke und fesselte ihn damit und sprach zu ihm: Die Philister sind über dir, Simson. Die ganze Zeit saßen Männer in der Innenkammer im Hinterhalt. Darauf riss er sie in zwei von seinen Armen weg, wie einen Faden. Danach sprach Delila zu Simson: Bis jetzt hast du mit mir dein Spiel getrieben, um Lügen zu mir zu reden. Teil mir doch mit, womit du gefesselt werden kannst. Da sprach er zu ihr: Wenn du die 7 Flechten meines Hauptes mit dem Kettfaden verweben wirst. Demgemäß befestigte sie sie mit dem Pflock, wonach sie zu ihm sprach: Die Philister sind über dir, Simson. Da
Da erwachte er aus seinem Schlaf und riss dem Webeflock und den Kettfaden heraus. Sie sprach nun zu ihm: Wie wagst du zu sagen, ich liebe dich wirklich, da dein Herz nicht mit mir ist? Diese drei Male hast du dein Spiel mit mir getrieben und hast mir nicht mitgeteilt, worin deine große Kraft besteht. Und es geschah, weil sie ihm mit ihren Worten die ganze Zeit zusetzte und ihn fortwährend drängte, dass seine Seele ungeduldig wurde bis zum Sterben. Schließlich enthüllte er ihr sein ganzes Herz und sprach zu ihr: Niemals ist ein Schermesser über mein Haupt gekommen, denn ich bin vom Leib meiner Mutter an ein Nazireer Gottes. Würde ich geschoren, so würde meine Kraft bestimmt von mir weichen, und ich würde in der Tat schwach und allen anderen Menschen gleich werden. Als Delila nun sah, dass er ihr sein ganzes Herz enthüllt hatte, sandte sie sogleich hin und rief die Achsenherren der Philister, indem sie sprach: Kommt diesmal herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz enthüllt. Und die Achsenherren der Philister kamen zu ihr herauf, damit sie das Geld in ihre Hand heraufbrächte. Und sie ließ ihn dann auf ihren Knien einschlafen. Dann rief sie den Mann und ließ ihn die sieben Flechten seines Hauptes abscheren, worauf sie anfing zu zeigen, dass sie ihn bezwang, und seine Kraft wich ständig von ihm. Nun sprach sie: Die Philister sind über dir, Simson. Darauf erwachte er aus seinem Schlaf und sprach: Ich werde frei ausgehen wie die anderen Mal und mich losschütteln. Und er wusste selbst nicht, dass Jehova von ihm gewichen war. Da packten ihn die Philister und bohrten ihm die Augen aus und brachten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit zwei kupfernen Fesseln. Und er wurde im Gefangenenhaus einer, der malt. Unterdessen fing das Haar seines Hauptes, sobald er geschoren worden war, üppig zu wachsen an. Was die Achsenherren der Philister betrifft, so versammelten sie sich, um Dagon, ihrem Gott, ein großes Schlachtopfer zu opfern und um sich zu freuen, und sie sprachen fortwährend: Unser Gott hat Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Als das Volk ihn zu sehen bekam, gaben sie sich sogleich der Lobpreisung ihres Gottes hin, denn, sagten sie, unser Gott hat unseren Feind und den Verwüster unseres Landes und den, der unsere erschlagenen Märte, in unsere Hand gegeben. Und es geschah, weil sie frohen Herzens waren, dass sie zu sagen begannen: Ruft Simson, damit er uns etwas zur Belustigung darbiete. Da rief man Simson aus dem Gefangenenhaus, damit er vor ihnen Kurzweil treibe, und man stellte ihn dann zwischen die Säulen. Darauf sprach Simson zu dem Knaben, der ihn an seiner Hand hielt: Lass mich doch die Säulen betasten, auf denen das Haus fest steht, und mich an sie lehnen. Übrigens war das Haus voll von Männern und Frauen, und alle Achsenherren der Philister waren dort, und auf dem Dach befanden sich etwa 3000 Männer und Frauen, die zuschauten, während Simson etwas zur Belustigung darbot. Simson rief nun zu Jehova und sprach: Souveräner Herr Jehova, gedenke bitte meiner und stärke mich bitte nur dieses eine Mal, o du der wahre Gott, und lass mich an den Philistern Rache nehmen, Rache für eines meiner beiden Augen. Damit stemmte sich Simson gegen die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus feststand, und fasste sie an, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand. Und Simson ging daran zu sprechen: Meine Seele sterbe mit den Philistern. Dann beugte er sich mit Kraft, und so fiel das Haus auf die Achsenherren und auf alles Volk, das darin war, so dass der Toten, die er in seinem eigenen Tod tötete, mehr wurden als derer, die er zu seinen Lebzeiten zu Tode gebracht hatte. Später kamen seine Brüder
und alle Hausgenossen seines Vaters herab und hoben ihn auf und brachten ihn hinauf und begruben ihn zwischen Zora und Eshtaol in der Grabstätte Manoachs, seines Vaters. Er hatte Israel 20 Jahre gerichtet. Kapitel 17. Nun war da ein Mann aus der Berggegend von Ephraim, dessen Name Micha war. Einst sprach er zu seiner Mutter: Die 1100 Silberstücke, die dir genommen worden sind und über die du einen Fluch ausgesprochen und es auch vor meinen Ohren gesagt hast, siehe, das Silber ist bei mir. Ich selbst hatte es genommen. Darauf sprach seine Mutter: Gesegnet sei mein Sohn von Jehova. Somit gab er die 1100 Silberstücke seiner Mutter zurück. Und seine Mutter sprach weiter: Ich werde das Silber von meiner Hand für meinen Sohn bestimmt Jehova heiligen, um ein geschnitztes Bild und ein gegossenes Standbild zu machen. Und nun werde ich es dir zurückgeben. Da gab er das Silber seiner Mutter zurück. Seine Mutter nahm 200 Silberstücke und gab sie dem Silberschmied, und er ging daran, ein geschnitztes Bild und ein gegossenes Standbild zu machen, und es kam in das Haus Michas. Was den Mann Micha betrifft, er hatte ein Götterhaus, und er ging daran, ein Ephod und Teraphim zu machen und die Hand eines seiner Söhne mit Macht zu füllen, damit er als Priester für ihn diene. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Jeder Mann war gewohnt zu tun, was in seinen eigenen Augen recht war. Nun war da ein junger Mann von Bethlehem in Juda aus der Familie Judas, und er war ein Levit. Und er weilte eine Zeit lang dort. Und der Mann ging daran, aus der Stadt Bethlehem in Juda wegzuziehen, um eine Zeit lang zu verweilen, wo immer er einen Ort fände. Schließlich kam er, als er seines Weges zog, in die Berggegend von Ephraim bis zum Haus Michas. Dann sprach Micha zu ihm: Woher kommst du? Darauf sprach er zu ihm: Ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda, und ich bin unterwegs, um eine Zeit lang zu verweilen, wo immer ich einen Ort finde. Da sprach Micha zu ihm: Wohn doch bei mir und diene mir als Vater und Priester, und ich meinerseits werde dir 10 Silberstücke im Jahr geben und die gewohnte Kleiderausstattung und deinen Lebensunterhalt. Daher ging der Levit hinein. So entschloss sich der Levit, bei dem Mann zu wohnen, und der junge Mann wurde ihm wie einer seiner Söhne. Auch füllte Micha die Hand des Leviten mit Macht, damit der junge Mann als Priester für ihn diene und im Haus Michas bleibe. Infolgedessen sprach Micha: Nun weiß ich wirklich, dass Jehova mir Gutes tun wird, weil der Levit für mich Priester geworden ist. Kapitel 18. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Und in jenen Tagen suchte sich der Stamm der Daniter ein Erbe, um dort zu wohnen. Denn bis zu jenem Tag war ihnen inmitten der Stämme Israels kein Erbe zugefallen. Schließlich sandten die Söhne Dans 5 Männer von ihrer Familie aus, Männer aus ihren Reihen, die tapfere Leute waren aus Zora und Eshtaol, um das Land auszukundschaften und es zu erforschen. So sprachen sie zu ihnen: Geht, erforscht das Land. Im Laufe der Zeit kamen sie in die Berggegend von Ephraim bis zum Haus Michas und übernachteten dann dort. Während sie nahe beim Haus Michas waren, erkannten sie die Stimme des jungen Mannes, des Leviten, sodass sie dorthin abbogen. Und sie sprachen dann zu ihm: Wer hat dich hierher gebracht? Und was tust du an diesem Ort? Und was für Interessen hast du hier? Darauf sprach er zu ihnen: So und so hat Micha an mir getan, dass er mich dingte und dass ich für ihn als Priester dienen könnte.
Da sprachen sie zu ihm: Befrage bitte Gott, damit wir erkennen können, ob unser Weg, auf dem wir gehen, erfolgreich sein wird. Da sprach der Priester zu ihnen: Geht in Frieden, vor Jehova ist euer Weg, auf dem ihr geht. Dementsprechend gingen die fünf Männer weiter und kamen nach Lajisch und sahen, wie das Volk, das darin war, in Selbstsicherheit wohnte, nach der Art der Sidonier, ruhig und sorglos. Und es gab keinen bedrückenden Eroberer, der irgendetwas im Land belästigt hätte, während sie von den Sidoniern weit entfernt waren und nichts mit Menschen zu tun hatten. Schließlich kamen sie zu ihren Brüdern nach Zora und Eshtaol, und ihre Brüder begannen zu ihnen zu sagen: Wie war es bei euch? Darauf sprachen sie: Macht euch auf und lasst uns wieder sie hinaufziehen, denn wir haben das Land gesehen, und siehe, es ist sehr gut. Und ihr zögert, seid nicht träge zu gehen, um hineinzukommen und das Land in Besitz zu nehmen. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr zu einem sorglosen Volk kommen, und das Land ist geräumig. Denn Gott hat es in eure Hand gegeben, ein Ort, wo kein Mangel ist an irgendetwas, was es auf der Erde gibt. Dann brachen 600 mit Kriegswaffen umgürtete Männer aus der Familie der Daniter von dort auf, das ist von Zora und Eshtaol. Und sie zogen hinauf und lagerten dann in Kirjat Jearim in Juda. Deshalb hat man jenen Ort Mahane Dan genannt, bis auf diesen Tag. Siehe, er ist westlich von Kirjat Jearim. Danach zogen sie von dort nach der Berggegend von Ephraim weiter und kamen bis zum Haus Michas. Dann antworteten die fünf Männer, die ausgezogen waren, um das Land Lajisch auszukundschaften, und sprachen zu ihren Brüdern: Wusstet ihr, dass es in diesen Häusern ein Ephod und Teraphim und ein geschnitztes Bild und ein gegossenes Standbild gibt? Und nun bedenkt, was ihr zu tun habt. Da bogen sie dorthin ab und kamen zu dem Haus des jungen Mannes, des Leviten, beim Haus Michas und begannen zu fragen, wie es ihm ergehe. Die ganze Zeit standen die 600 mit ihren Kriegswaffen umgürteten Männer, die Söhne Dans waren, am Eingang des Tores. Die fünf Männer, die ausgezogen waren, das Land auszukundschaften, stiegen nun hinauf, um dort hineinzugehen und das geschnitzte Bild und das Ephod und die Teraphim und das gegossene Bild zu nehmen. Und der Priester stand am Toreingang mit den 600 mit Kriegswaffen umgürteten Männern. Und diese gingen in das Haus Michas und nahmen dann das geschnitzte Bild, das Ephod und die Teraphim und das gegossene Bild. Da sprach der Priester zu ihnen: Was tut ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Sei still, leg deine Hand auf deinen Mund und geh mit uns und werde uns Vater und Priester. Was ist besser, dass du weiterhin Priester für das Haus eines einzigen Mannes seist oder dass du ein Priester für einen Stamm und eine Familie in Israel werdest? Das gefiel dem Herzen des Priesters, und er nahm nun das Ephod und die Teraphim und das geschnitzte Bild und kam in die Mitte des Volkes. Dann wandten sie sich und zogen ihres Weges und stellten die Kleinen und das Vieh und die wertvollen Dinge voran. Sie selbst waren in einige Entfernung vom Haus Michas gelangt, als die Männer, die in den Häusern waren, welche sich nahe beim Haus Michas befanden, zusammengerufen wurden und die Söhne Dans einzuholen versuchten. Als sie den Söhnen Dans fortgesetzt zuschrieben, da wandten sie ihr Angesicht und sprachen zu Micha: Was hast du, dass du zusammengerufen worden bist? Da sprach er: Meine Götter, die ich gemacht habe, habt ihr genommen, auch den Priester, und ihr zieht eures Weges, und was habe ich denn noch? Wie könnt ihr also zu mir sagen, was hast du? Darauf sprachen die Söhne dann zu ihm: Lass deine Stimme nicht in unserer Nähe hören, damit die Männer, die bitterer Seele sind, nicht über euch herfallen mögen und du deine eigene Seele und die Seele deiner Hausgenossen einbüßen musst. Die Söhne Dans zogen ihres Weges weiter.
Und Micha sah schließlich, dass sie stärker waren als er. Und so wandte er sich und kehrte in sein Haus zurück. Sie nahmen mit, was Micha gemacht hatte und den Priester, der sein geworden war. Und sie zogen nach Lajisch weiter gegen ein Volk, das still und sorglos war. Und sie gingen daran, sie mit der Schärfe des Schwertes zu schlagen, und die Stadt verbrannten sie mit Feuer. Und da war kein Befreier, denn sie war von Sidon weit entfernt, und sie hatten gar nichts mit Menschen zu tun. Und sie war in der tiefgelegenen Ebene, die zu Beth-Rehob gehörte. Dann bauten sie die Stadt auf und nahmen darin Wohnsitz. Ferner gaben sie der Stadt den Namen Dan, nach dem Namen Dans ihres Vaters, der dem Israel geboren worden war. Jedoch war der Name der Stadt zuerst Lajisch. Danach stellten die Söhne Dans das geschnitzte Bild für sich auf. Und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes Mose, er und seine Söhne wurden Priester für den Stamm der Daniter bis zu dem Tag, an dem das Land ins Exil geführt wurde. Und sie hielten das geschnitzte Bild Michas, das er gemacht hatte, für sich aufgestellt, alle die Tage, die das Haus des wahren Gottes in Silo bestand. Kapitel 19. In jenen Tagen nun war es, dass es in Israel keinen König gab. Und es geschah, dass ein gewisser Levit eine Zeit lang im entlegensten Teil der Berggegend von Ephraim weilte. Im Laufe der Zeit nahm er sich als seine Frau eine Nebenfrau aus Bethlehem in Juda. Und seine Nebenfrau begann wieder ihn Hurerei zu begehen. Schließlich ging sie von ihm fort zum Haus ihres Vaters in Bethlehem in Juda und blieb 4 volle Monate dort. Dann machte ihr Mann sich auf und ging ihr nach, um ihr tröstlich zuzureden und sie zurückzuholen. Und mit ihm war sein Bediensteter und ein paar Esel. Da ließ sie ihn in das Haus ihres Vaters kommen. Als der Vater der jungen Frau ihn zu sehen bekam, freute er sich sofort, ihn zu treffen. Infolgedessen hielt ihn sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, fest, so dass er 3 Tage bei ihm blieb, und sie aßen und tranken jeweils, und er pflegte dort zu übernachten. Und es geschah am 4. Tag, als sie wie gewöhnlich früh am Morgen aufstanden, dass er sich nun erhob, um zu gehen. Aber der Vater der jungen Frau sprach zu seinem Schwiegersohn: Stärk dein Herz mit einem Bissen Brot, und danach mögt ihr gehen. Da setzten sie sich, und sie beide begannen zusammen zu essen und zu trinken. Wonach der Vater der jungen Frau zu dem Mann sprach: Entschließ dich bitte und bleib über Nacht, und dein Herz sei guter Dinge. Als der Mann sich erhob, um zu gehen, fuhr sein Schwiegervater fort, in ihn zu dringen, so dass er wieder dort übernachtete. Als er am 5. Tag früh am Morgen aufstand, um zu gehen, sprach dann der Vater der jungen Frau: Nimm bitte eine Stärkung für dein Herz. Und sie zögerten, bis der Tag sich neigte, und sie beide aßen weiter. Der Mann erhob sich nun, um zu gehen, er und seine Nebenfrau und sein Bediensteter. Aber sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, sprach zu ihm: Siehe doch, der Tag hat sich geneigt zum Abendwerden. Bleibt bitte über Nacht. Siehe, der Tag geht zur Neige. Bleib hier über Nacht, und dein Herz sei guter Dinge. Und morgen sollt ihr euch zu eurer Reise früh aufmachen, und du sollst zu deinem Zelt gehen. Der Mann willigte jedoch nicht ein, über Nacht zu bleiben, sondern er erhob sich und machte sich auf den Weg und kam bis vor Jebus, das heißt Jerusalem. Und bei ihm war das Paar gesattelter Esel und seine Nebenfrau und sein Bediensteter. Als sie in der Nähe von Jebus waren und das Tageslicht beträchtlich abgenommen hatte, sprach nun der Bedienstete zu seinem Herrn: O komm doch und lass uns zu dieser Stadt der Jebusiter abbiegen und über Nacht darin bleiben. Aber sein Herr sprach zu ihm:
Wir wollen nicht in eine Stadt von Ausländern abbiegen, die nicht zu den Söhnen Israels gehören. Und wir müssen bis nach Gibea weiterziehen. Und er fuhr fort, zu seinem Bediensteten zu sprechen: Komm, und wir wollen uns einem der Orte nähern. Und wir müssen entweder in Gibea oder in Rama übernachten. So zogen sie weiter und verfolgten ihren Weg, und die Sonne begann über ihnen unterzugehen, als sie nahe bei Gibea waren, das zu Benjamin gehört. Somit bogen sie dort ab, um hineinzugehen und in Gibea zu übernachten. Sie gingen dann hinein und setzten sich auf dem öffentlichen Platz der Stadt nieder. Und da war niemand, der sie zum Übernachten ins Haus mitnahm. Schließlich siehe, ein alter Mann kam am Abend von seiner Arbeit auf dem Feld herein. Und der Mann war aus der Berggegend von Ephraim, und er weilte eine Zeit lang in Gibea, aber die Männer des Ortes waren Benjaminiter. Als er seine Augen erhob, sah er dann den Mann, den Reisenden, auf dem öffentlichen Platz der Stadt. Da sprach der alte Mann: Wohin gehst du, und woher kommst du? Er sprach darauf zu ihm: Wir ziehen von Bethlehem in Juda zu dem entlegensten Teil der Berggegend von Ephraim. Von dort bin ich her, doch ging ich nach Bethlehem in Juda. Und ich gehe nun in mein eigenes Haus, und da ist niemand, der mich ins Haus aufnimmt. Und sowohl Stroh als auch Futter für unsere Esel ist vorhanden, und sowohl Brot als auch Wein ist vorhanden für mich und für deine Sklavin und für den Bediensteten bei deinem Knecht. Es mangelt an gar nichts. Der alte Mann aber sprach: Friede sei mit dir. Lass, was immer dir mangelt, nur mir obliegen. Nur übernachte nicht auf dem öffentlichen Platz. Damit brachte er ihn in sein Haus und warf den Eseln Mengfutter vor. Dann wuschen sie ihre Füße und begannen zu essen und zu trinken. Während sie ihr Herz guter Dinge werden ließen, siehe, da umringten die Männer der Stadt, lauter nichts nutze das Haus, wobei sie einander gegen die Tür stießen. Und sie sprachen in einem Fort zu dem alten Mann, dem Hausbesitzer: Bring den Mann heraus, der in dein Haus gekommen ist, damit wir mit ihm Verkehr haben können. Darauf ging der Hausbesitzer zu ihnen hinaus und sprach zu ihnen: Nein, meine Brüder, tut bitte nichts Unrechtes, da dieser Mann in mein Haus gekommen ist. Begeht nicht diese schändliche Torheit. Hier sind meine jungfräuliche Tochter und seine Nebenfrau. Lasst mich sie bitte herausbringen und vergewaltigt sie und tut mit ihnen, was gut ist in euren Augen. Diesem Mann aber dürft ihr diese schändliche, törichte Sache nicht antun. Und die Männer wollten nicht auf ihn hören. Daher ergriff der Mann seine Nebenfrau und führte sie nach draußen zu ihnen hinaus. Und sie begannen Verkehr mit ihr zu haben und fuhren fort, sie die ganze Nacht hindurch bis zum Morgen zu missbrauchen, wonach sie sie, als die Morgenröte heraufkam, wegschickten. Dann kam die Frau, als es Morgen wurde, und fiel am Eingang des Hauses des Mannes, wo sich ihr Herr befand, nieder und lag dort bis zum lichten Tag. Später am Morgen erhob sich ihr Herr und öffnete die Türen des Hauses und ging hinaus, um seines Weges zu gehen. Und siehe, die Frau, seine Nebenfrau, war hingefallen am Eingang des Hauses mit ihren Händen auf der Schwelle. Da sprach er zu ihr: Steh auf und lass uns gehen. Aber niemand antwortete. Darauf lud der Mann sie auf den Esel und machte sich auf und zog zu seinem Ort. Dann trat er in sein Haus und nahm das Schlachtmesser und ergriff seine Nebenfrau und zerlegte sie nach ihren Knochen in 12 Stücke und schickte sie in jedes Gebiet Israels. Und es geschah, dass jedermann, der es sah, sprach: So etwas wie dieses ist niemals zustande gebracht oder gesehen worden von dem Tag an, an dem die Söhne Israels aus dem Land Ägypten heraufzogen, bis zu diesem Tag. Richtet euer Herz darauf, fasst Rat und redet. Kapitel 20.
Infolgedessen zogen alle Söhne Israels aus, und die Gemeinde versammelte sich wie ein Mann von Dan bis Beersheba hinab, dazu das Land Gilead, zu Jehova nach Mizpah. Da bezogen die Hauptleute des ganzen Volkes und alle Stämme Israels ihre Stellung in der Versammlung des Volkes des wahren Gottes, 400.000 Mann zu Fuß, die das Schwert zogen. Und die Söhne Benjamins hörten schließlich, dass die Söhne Israels nach Mizpah hinaufgezogen waren. Dann sprachen die Söhne Israels: Redet, wie hat sich diese böse Sache zugetragen? Darauf antwortete der Mann, der Levit, der Ehemann der ermordeten Frau, und sprach: Nach Gibea, das zu Benjamin gehört, kam ich und meine Nebenfrau, um zu übernachten. Und die Grundbesitzer von Gibea erhoben sich dann gegen mich und umringten das Haus wider mich des Nachts. Mich gedachten sie zu töten, aber es war meine Nebenfrau, die sie vergewaltigten, und sie starb schließlich. Daraufhin ergriff ich meine Nebenfrau und zerlegte sie und schickte sie in jedes Feld des Erbes Israels, weil man Zügellosigkeit und schändliche Torheit in Israel begangen hatte. Seht, all ihr Söhne Israels, gebt hier euer Wort und euren Rat. Da erhob sich das ganze Volk wie ein Mann und sprach: Wir werden nicht, keiner von uns in sein Zelt gehen, auch werden wir keiner von uns in sein Haus abbiegen. Und nun, dies ist die Sache, die wir Gibea antun werden. Lasst uns nach dem Los gegen dasselbe hinaufziehen. Und wir wollen 10 Männer von 100 aus allen Stämmen Israels und 100 von 1000 und 1000 von 10.000 nehmen, um Proviant für das Volk zu beschaffen, damit sie vorgehen, indem sie gegen Gibea von Benjamin ziehen, in Anbetracht all der schändlichen Torheit, die man in Israel getan hat. So wurden alle Männer Israels wie ein Mann als Verbündete gegen die Stadt versammelt. Demgemäß sandten die Stämme Israels Männer zu allen Stammesleuten Benjamins und ließen sagen: Was ist das für eine böse Sache, die unter euch verübt worden ist? Und nun, gebt die Männer, die nichts nutze, die in Gibea sind, heraus, damit wir sie zu Tode bringen können, und lasst uns, was schlecht ist, aus Israel wegschaffen. Und die Söhne Benjamins wollten nicht auf die Stimme ihrer Brüder, der Söhne Israels, hören. Dann gingen die Söhne Benjamins daran, sich aus den Städten nach Gibea zu versammeln, um zur Schlacht gegen die Söhne Israels auszuziehen. So wurden die Söhne Benjamins an jenem Tag aus den Städten gemustert. 26.000 Mann, die das Schwert zogen, außer den Bewohnern von Gibea, von denen 700 ausgewählte Männer gemustert wurden. Von allen diesen Leuten waren 700 ausgewählte Männer linkshändig. Jeder von diesen schleuderte mit Steinen aufs Haar genau und ohne zu fehlen. Und die Männer Israels wurden gemustert, außer Benjamin. 400.000 Mann, die das Schwert zogen. Ein jeder von diesen war ein Kriegsmann. Und dann erhoben sie sich und zogen nach Bethel hinauf und befragten Gott. Da sprachen die Söhne Israels: Wer von uns sollte an der Spitze zur Schlacht gegen die Söhne Benjamins hinaufziehen? Darauf sprach Jehova: Juda an der Spitze. Danach erhoben sich die Söhne Israels am Morgen und lagerten sich wieder Gibea. Die Männer Israels zogen nun zur Schlacht aus gegen Benjamin, und die Männer Israels stellten sich dann in Schlachtordnung wieder sie bei Gibea auf. Da kamen die Söhne Benjamins aus Gibea heraus und streckten an jenem Tag 22.000 Mann in Israel vernichtend zu Boden. Indes zeigten sich die Leute, die Männer Israels, mutig und stellten sich dann wieder in Schlachtordnung an dem Ort auf, wo sie sich am ersten Tag in Formation aufgestellt hatten. Dann zogen die Söhne Israels hinauf und weinten vor Jehova,
bis zum Abend und befragten Jehova, indem sie sprachen: Soll ich wieder zur Schlacht gegen die Söhne Benjamins, meines Bruders, herantreten? Darauf sprach Jehova: Zieht gegen ihn hinauf. Somit nahten die Söhne Israels am zweiten Tag den Söhnen Benjamins. Benjamin seinerseits kam am zweiten Tag aus Gibea heraus, ihnen entgegen, und streckte weitere 18.000 Mann, die alle das Schwert zogen, unter den Söhnen Israels vernichtend zu Boden. Darauf zogen alle Söhne Israels, ja das ganze Volk, hinauf und kamen nach Bethel und weinten und saßen dort vor Jehova und fasteten an jenem Tag bis zum Abend und opferten vor Jehova Brandopfer und Gemeinschaftsopfer. Danach befragten die Söhne Israels Jehova, da sich in jenen Tagen die Lade des Bundes des wahren Gottes dort befand. Pinehas nun, der Sohn Eleasers, des Sohnes Aarons, stand in jenen Tagen davor und sprach: Soll ich nochmal zur Schlacht gegen die Söhne Benjamins, meines Bruders, ausziehen, oder soll ich damit aufhören? Darauf sprach Jehova: Zieh hinauf, denn morgen werde ich ihn in deine Hand geben. Dann legte Israel Männer in den Hinterhalt gegen Gibea ringsherum. Und die Söhne Israels gingen am dritten Tag daran, gegen die Söhne Benjamins hinaufzuziehen und sich in Formation wieder Gibea aufzustellen, ebenso wie die anderen Male. Als die Söhne Benjamins ausrückten dem Volk entgegen, wurden sie von der Stadt fortgezogen. Dann fingen sie ebenso wie die anderen Male an, einige vom Volk tödlich Verwundete auf den Landstraßen zu erschlagen, von denen die eine nach Bethel hinaufgeht und die andere nach Gibea auf dem Feld, etwa 30 Mann in Israel. Da begannen die Söhne Benjamins zu sagen: Sie erleiden eine Niederlage vor uns, ebenso wie das erste Mal. Was die Söhne Israels betrifft, sie sprachen: Lasst uns fliehen, und wir werden sie bestimmt von der Stadt zu den Landstraßen hin vorziehen. Und alle Männer Israels erhoben sich von ihren Stellen und gingen daran, sich in Baal Tama in Formation aufzustellen, während die von Israel im Hinterhalt von ihren Stellen aus in der Umgebung von Gibea zum Angriff schritten. Auf diese Weise kamen Gibea gegenüber 10.000 aus ganz Israel ausgewählte Männer heran, und der Kampf wurde schwer. Und die Benjaminiter wussten nicht, dass ihnen Unglück drohte. Und Jehova ging daran, Benjamin vor Israel eine Niederlage zu bereiten, so dass die Söhne Israels an jenem Tag in Benjamin 25.100 Mann, von denen alle das Schwert zogen, vernichtend niederstreckten. Indes nahmen die Söhne Benjamins an, dass die Männer Israels vor einer Niederlage ständen, als sie Benjamin fortgesetzt Raum gaben, weil sie auf den Hinterhalt vertrauten, den sie wieder Gibea gelegt hatten. Was die Männer im Hinterhalt betrifft, sie handelten schnell und gingen daran, gegen Gibea loszustürmen. Männer aus dem Hinterhalt breiteten sich dann aus und schlugen die ganze Stadt mit der Schärfe des Schwertes. Die Männer Israels nun hatten mit denen aus dem Hinterhalt eine Vereinbarung getroffen, für sie ein Rauchsignal von der Stadt her aufsteigen zu lassen. Als sich die Söhne Israels in der Schlacht umwandten, fing Benjamin an, etwa 30 Mann tödlich Verwundete unter den Männern Israels zu erschlagen, denn sie sprachen: Sie erleiden zweifellos vor uns nichts als eine Niederlage, so wie in der ersten Schlacht. Und von der Stadt her fing das Signal an, als eine Rauchsäule aufzusteigen. Als sich nun Benjamin rückwärts wandte, siehe, die ganze Stadt stieg zum Himmel empor. Und die Männer Israels machten kehrt, und die Männer Benjamins gerieten in Bestürzung, denn sie sahen, dass das Unglück sie erreicht hatte. Folglich wandten sie sich vor den Männern Israels in die Richtung zur Wildnis, und die Schlacht folgte ihnen auf den Fersen, während die Männer aus den Städten sie in ihrer Mitte vernichtend niederstreckten.
Sie umringten Benjamin, sie jagten ihm nach, ohne ihm einen Ruheort zu lassen. Sie traten ihn direkt vor Gibea gegen Sonnenaufgang nieder. Schließlich fielen 18.000 Mann von Benjamin. Alle diese waren tapfere Männer. So wandten sie sich und flohen dann in die Wildnis zu dem zerklüfteten Felsen Rimmon. Und man hielt unter ihnen auf den Landstraßen eine Nachlese von 5.000 Mann. Und man blieb ihnen auf den Fersen bis nach Gidom und streckte so von ihnen weitere 2.000 Mann nieder. Und alle die von Benjamin, die an jenem Tag fielen, beliefen sich schließlich auf 25.000 Mann, die das Schwert zogen. Alle diese waren tapfere Männer. Aber 600 Mann wandten sich und gingen daran, in die Wildnis zu dem zerklüfteten Felsen Rimmon zu fliehen. Und sie blieben 4 Monate auf dem zerklüfteten Felsen Rimmon. Und die Männer Israels kehrten zurück gegen die Söhne Benjamins und schlugen dann die Leute von der Stadt mit der Schärfe des Schwertes, von den Menschen bis zum Haustier, bis zu allem, was sich vorfand. Auch steckten sie alle Städte, die sich vorfanden, in Brand. Kapitel 21. Die Männer Israels nun hatten in Mizpa geschworen und gesagt: Kein Mann von uns wird seine Tochter dem Benjamin zur Frau geben. Infolgedessen kam das Volk nach Bethel und blieb dort vor dem wahren Gott bis zum Abend sitzen. Und sie erhoben fortgesetzt ihre Stimme und gaben sich vielem Weinen hin. Und man sagte immer wieder: Warum, o Jehova, du Gott Israels, ist dies in Israel geschehen, dass heute ein Stamm aus Israel vermisst wird? Und es geschah am nächsten Tag, dass das Volk daran ging, früh aufzustehen und dort einen Altar zu bauen und Brandopfer und Gemeinschaftsopfer zu opfern. Dann sprachen die Söhne Israels: Wer aus allen Stämmen Israels ist es, der nicht in die Versammlung zu Jehova heraufgekommen ist? Denn einen großen Eid ist man denjenigen betreffend eingegangen, der nicht zu Jehova nach Mizpa heraufgekommen ist, indem man gesagt hat, er werde unfehlbar zu Tode gebracht. Und die Söhne Israels begannen ihres Bruders Benjamin wegen Bedauern zu empfinden. Und sie sprachen: Heute ist ein Stamm von Israel abgehauen worden. Was sollen wir mit denen, die übrig geblieben sind, tun, was Frauen betrifft, jetzt, da wir selbst bei Jehova geschworen haben, ihnen keine unserer Töchter zur Frau zu geben? Und sie fuhren fort zu sagen: Welcher aus den Stämmen Israels ist nicht heraufgekommen zu Jehova nach Mizpa? Und sehe, niemand aus Jabesh-Gilead war zur Versammlung ins Lager gekommen. Als das Volk gezählt wurde, siehe, es war kein Mann da von den Bewohnern von Jabesh-Gilead. Daher ging die Gemeinde daran, 12.000 der tapfersten Männer dorthin zu senden und ihnen zu gebieten und zu sagen: Geht hin und ihr sollt die Bewohner von Jabesh-Gilead mit der Schärfe des Schwertes schlagen, auch die Frauen und die Kleinen. Und dies ist die Sache, die ihr tun solltet. Alles Männliche und jede Frau, die den Beischlaf mit einer männlichen Person erfahren hat, solltet ihr der Vernichtung weihen. Indes fanden sie unter den Bewohnern von Jabesh-Gilead 400 Mädchen, Jungfrauen, die keinen Verkehr mit einem Mann gehabt hatten, indem sie bei einer männlichen Person lagen. Da brachten sie sie ins Lager nach Silo, das im Land Kanaan ist. Und die ganze Gemeinde sandte nun hin und redete zu den Söhnen Benjamins, die auf dem zerklüfteten Felsen Rimmon waren, und bot ihnen Frieden an. Demgemäß kam Benjamin zu jener Zeit zurück. Dann gaben sie ihnen die Frauen, die sie von den Frauen aus Jabesh-Gilead am Leben gelassen hatten. Aber sie fanden nicht genug für sie. Und das Volk empfand Bedauern Benjamins wegen, weil Jehova zwischen den Stämmen Israels einen Bruch gemacht hatte. Infolgedessen sprachen die älteren Männer der Gemeinde:
Was sollen wir mit den Männern, die übrig geblieben sind, tun, was Frauen betrifft? Denn die Frauen sind aus Benjamin vertilgt worden. Dann sprachen sie, es sollte für diejenigen ein Besitztum geben, die von Benjamin entronnen sind, damit nicht ein Stamm aus Israel ausgetilgt werde. Was uns betrifft, wir dürfen ihnen von unseren Töchtern keine Frauen geben, weil die Söhne Israels geschworen und gesagt haben, verflucht ist, wer Benjamin eine Frau gibt. Schließlich sprachen sie, siehe, von Jahr zu Jahr findet ein Fest Jehovas in Silo statt, das nördlich von Bethel ist, östlich von der Landstraße, die vom Bethel nach Sichem hinaufgeht, und südlich von Libona. So geboten sie den Söhnen Benjamins, indem sie sprachen, geht, und ihr sollt euch in den Weingärten auf die Lauer legen, und ihr sollt zusehen, und wenn nun die Töchter von Silo herauskommen, um im Reigen zu tanzen, so sollt ihr aus den Weingärten hervorkommen und euch mit Gewalt ein jeder aus den Töchtern von Silo seine Frau wegtragen, und ihr sollt in das Land Benjamin ziehen. Und es soll geschehen, wenn ihre Väter oder ihre Brüder kommen sollten, um einen Rechtsfall gegen uns zu führen, dass wir dann bestimmt zu ihnen sagen werden, erweist uns um ihretwillen eine Gunst, denn wir haben nicht durch Krieg für einen jeden seine Frau genommen. Denn nicht ihr habt sie ihnen gegeben zu einer Zeit, da ihr schuldig werden würdet. Somit taten die Söhne Benjamins gerade so, und sie gingen daran, Frauen für ihre Zahl aus den Reigentänzerinnen wegzutragen, die sie erhaschten. Danach gingen sie fort und kehrten in ihr Erbe zurück und bauten die Städte und nahmen darin Wohnsitz. Und die Söhne Israels begannen sich zu jener Zeit von dort zu zerstreuen, ein jeder zu seinem eigenen Stamm und seiner eigenen Familie. Und sie gingen von dort hinweg, ein jeder zu seinem eigenen Erbe. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Ein jeder war gewohnt zu tun, was recht war in seinen eigenen Augen.